Ja, wunderbar. Dann möchte ich alle Teilnehmer ganz, ganz herzlich begrüßen und wir sind glücklich, ja, zu der Veranstaltung Aus- und Weiterbildung Nordmazedonien und Serbien, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als Markterschließungsreise, die Teilnehmer aus Deutschland begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, dass wir das in Kooperation zusammen mit der AHK Serbien machen. Und ich sehe auch, dass der Herr Grujic als Vizepräsident hier gleich die auch Begrüßungsworte an die Unternehmen liefern kann und wird. Und ich begrüße auch natürlich ganz herzlich, den ich hier auf der Liste sehe, Herrn Bolle, der bei uns das Skills-Expertenprogramm vor mittlerweile bald 5 Jahren oder vor 4,5 Jahren gestartet hat. Und das war ein Erfolg, oder ist ein Erfolgsprogramm, ein Erfolgsprojekt, was dazu geführt hat, dass wir mittlerweile 12 Unternehmen in 2 Ausbildungsgängen an 6 Standorten mit mittlerweile, ich glaube, 350 Auszubildenden hier im Land haben. Und normalerweise sind diese Markterschließungsreisen ja eher auf größere Märkte ausgerichtet. Und deswegen ist es insbesondere jetzt auch für uns von Vorteil, dass wir hier das digital durchführen können, was Ihnen, glaube ich, eine Perspektive ermöglicht, hier diese beiden Märkte zusammen kennenzulernen, die Sie möglicherweise sonst in der Form, in Präsenzform vielleicht sich nicht angeschaut hätten. Was lässt sich über unsere Märkte sagen? Was macht es im Moment attraktiv? Was macht es attraktiv? Wir haben die Frage des Fachkräftemangels hier natürlich auch und die duale Berufsausbildung ist hier eine Antwort und sie wird massiv unterstützt durch die AHK in Serbien und durch das Delegiertenbüro hier in Nordmazedonien. Und das ist eine Antwort quasi auf den Bedarf der Unternehmen. Und wir haben hier auch zurzeit in unserer Region die Förderung durch den Regional Challenge Fund der KfW Bank. Das macht das insbesondere neben den Investitionen der jeweiligen beiden Staaten interessant für Sie als Unternehmen hier reinzukommen, da tatsächlich auch wirklich im Moment hier investiert wird. Und damit möchte ich es eigentlich belassen und würde wieder an Herrn Juric überleiten zum nächsten Sprecher. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann würde ich dann gleich sofort weitergeben an Herrn Milan Gujic, den Vizepräsidenten der Deutsch-Serbischen Wirtschaftskammer und Geschäftsführer von ZF Serbien. Herr Gujic, bitte. Vielen Dank, poštovane dame i gospodo, dragi gosti, dragi učesnici. Gospodine Martin, zahvaljujem se na ovim uvodnim rečima. Upravo to jeste suština, svi smo svedoci da veliki broj kompanija iz Nemačke, a i generalno iz sveta, dolazi i investira u Srbiju, a i u Makedoniju. I jedan od većih izazova koji je prepoznat od strane Nemačko-Srpske privredne komore je upravo situacija na tržištu rada i manjak adekvatno obrazovanih ljudi. Svi znamo da je stopa nezaposlenosti u Srbiji konkretno i dalje dosta visoka, negde oko 12,5%. Ali bez obzira na to, kompanije su primetile da nemamo adekvatno obrazovanih kadrova i upravo iz tog razloga svaka podrška i pomoć je apsolutno neophodna. Ovo što ste napomenuli, znači država sa svoje strane je preduzela već određene korake. Međutim, ono što je takođe prepoznato je da to apsolutno nije dovoljno. I upravo ovakav vid podrške, kao što je ova konferencija i prezentacija kompanija koje su u stanju i koje imaju iskustvo višegodišnje, rekao bih višedecenijsko, je nešto što je ovde apsolutno neophodno. Nemačko-Srpska privredna komora se takođe, mogu reći, uhvatila u koštac sa ovim izazovom i prepoznavši ovo na vreme, formirali smo radnu grupu koja se upravo bavi ovom temom dualnog obrazovanja ili uopšte obrazovanja i usavršavanja kadrova i razvoja kadrova.
I upravo naš zadatak jeste da čujemo i vidimo koje su potrebe od strane privrede i privrednika i da moderiramo u komunikaciji sa državnim ustanovama i kompanijama koje mogu da pruže odgovarajuću podršku firmama u Srbiji. Toliko s moje strane, radujem se ovoj konferenciji, radujem se i diskusiji koja je apsolutno dobrodošla, tako da hvala vam i želim vam svima puno uspeha. Hvala. Hvala, gospodine Grujiću. Vielen Dank an Herrn Gujić. Bevor ich jetzt an Frau Fenger weitergebe, zwei technische Details. Falls Sie technische Probleme haben, dann schreiben Sie uns bitte alles im Chat rein. Bei Fragen an die Referenten schreiben Sie uns bitte in der Rubrik Q&A. Diese Fragen werden wir dann in den Abschnitten bzw. in den Blogs für die Fragen- und Antworten-Session dann stellen an alle Referenten. Also wir sammeln die dann und stellen sie. Dann gebe ich ganz schnell weiter an Frau Fenger. Frau Fenger wird uns über das iMove-Training Made in Germany berichten. Frau Fenger, bitteschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Und ich begrüße vor allen Dingen die Gäste aus Nordmazedonien und Serbien. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen und hoffe, dass ich Ihnen in ganz wenigen Worten einen Überblick geben kann über die Aktivitäten, die iMove Ihnen anbieten kann und die wir für die internationale Kooperationsanbahnung zwischen deutschen Aus- und Weiterbildungsanbietern und internationalen Interessenten betreiben. Darf ich Sie um meine Präsentation bitten? Genau, ich bin einfach ganz kurz, Frau Fenger. Ganz kurz, Frau Fenger. Ich rede einfach schon mal weiter, wenn Sie schon direkt auf die zweite Folie klicken können, dann. Ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich bin Christine Fenger. Ich bin stellvertretende Leiterin der Arbeitsstelle iMove. Wir sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit Sitz im Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn. Unsere Aufgabe ist es tatsächlich, die Kooperation zwischen deutschen Aus- und Weiterbildungsanbietern, die sich auf berufliche Aus- und Weiterbildung spezialisiert haben, und internationalen potenziellen Kunden zu unterstützen. Das heißt, wir haben eine Palette von Serviceleistungen, genau, Dankeschön, die wir Ihnen anbieten können. iMove steht für International Marketing of Vocational Education. Das heißt, wir machen im Ausland Werbung für Training Made in Germany. Wir knüpfen Kontakte für die deutsche Bildungswirtschaft und stellen Netzwerke her. Das machen wir auch weltweit. Meine Schwerpunktländer sind tatsächlich die arabischen Länder, Lateinamerika, Europa, Iran und Ostasien. Deswegen bin ich auch heute hier und muss allerdings dazu sagen, dass wir bisher mit Nordmazedonien und Serbien noch nicht so viel Kontakt haben. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auf uns zukommen, gerne auch im Anschluss der Veranstaltung, wenn Sie Fragen oder Informationen haben, die Sie mit uns teilen möchten. Wir sind zusammengefasst eine Kooperationsplattform und machen vor allen Dingen Werbung für Training Made in Germany. Wenn wir über Bildungsexport sprechen, müssen wir uns natürlich ein bisschen reduzieren. Der Herr Bolle wird gleich noch das duale System vorstellen. Die deutsche Bildungswirtschaft ist spezialisiert auf praxisorientierte Dienstleistungen, aber auch auf Produkte. Das heißt, wir können Ihnen Kontakte herstellen zu Anbietern, die sich auch gleich vorstellen werden. Das heißt, die Unternehmen, die gleich präsentieren, sind auch fast alle aus unserem Netzwerk und werden ihre Best-Practice-Beispiele selbst auch noch vorstellen. Wenn wir über Bildungsexport sprechen, sprechen wir natürlich über die... sprechen wir über den Export von Produkten. Das sind, das können alle Arten von Bildungsangeboten sein, das heißt Lehrmaterial, E-Learning-Informationen, bitte eins nochmal zurück. Genau, aber auch die Ausstattung für Berufsschulen oder Lehrinstitute. Dann kann natürlich die Bildungsdienstleistung in Ihrem Land stattfinden, das heißt Trainer kommen zu Ihnen, bilden die Zielgruppe aus und bilden im Land dann auch Multiplikatoren aus, zum Beispiel über Training of Trainers. Wir können aber auch
in Deutschland ausbilden und das findet dann an verschiedenen Standorten bei den Bildungsdienstleistern vor Ort statt. Und dort bekommen Sie natürlich dann auch nochmal einen Einblick in die Ausbildungsdienstleistung in Deutschland. So, jetzt gerne die nächste Seite. Vielen Dank. Genau, Kunden können praktisch alle sein. Also jeder, der Bedarf an Fachkräfte, Weiterqualifizierung oder Qualifizierung von Facharbeitern hat, ist bei uns richtig und findet bei uns den richtigen Partner. Also an uns wenden kann sich deshalb jeder. Die nächste Seite bitte. Genau, ich habe gerade schon gesagt, die deutsche Bildungswirtschaft ist verwurzelt im dualen System, hat also einen Schwerpunkt und ich glaube, das ist auch unsere Unique Selling Proposition, ist verwurzelt in der praxisorientierten Ausbildung. Das heißt, die Bildungswirtschaft kann Sie auch dabei unterstützen, Berufsschulen mit der Unternehmerschaft zu verbinden, sodass die Bedarfe der Unternehmen auch tatsächlich sich wiederfinden in der Ausbildung. Hier sind Sie Experten, worauf ich allerdings hinweisen muss. Und ich glaube, das versteht sich aber auch von selbst. Das duale System an sich ist kein Exportschlager, sondern tatsächlich nur Teile daraus. Also bei der Systemberatung ist es natürlich ein bisschen anders. Das Bundesinstitut für Berufsbildung und GoVET, die Zentralstelle der Bundesregierung, die auch im Bundesinstitut für Berufsbildung sitzt, berät auch im Bereich der Systemberatung, das heißt Einbringung oder Aktualisierung von dualen Strukturen. Die Bildungswirtschaft macht das nur in Teilen. Also dort bekommen Sie tatsächlich überwiegend Trainings, Ausstattung und Beratungsdienstleistungen. Die nächste Seite bitte. Genau, wir haben eine Webseite, die ich Ihnen empfehlen möchte. Die gibt es in verschiedenen Sprachen. Dort bieten wir verschiedene Informationen an, die Sie kostenlos nutzen können. Auf zwei Tools möchte ich Sie gerne besonders hinweisen, wenn Sie bitte auf die nächste Folie klicken. Und zwar ist das einmal die Anbieterdatenbank und einmal der B2B-Marketplace. In der Anbieterdatenbank finden Sie die Profile von fast 250 deutschen Aus- und Weiterbildungsanbietern, die international tätig sind. Das heißt, die haben eine ganz klare Expertise, die sie vorweisen können. Das sind erfahrene Unternehmen, die sie sich über ein Profil angucken können und dort schauen können und auch gezielt suchen können nach einem passenden Partner. Sie können nach Stichworten suchen, Länderexpertise suchen, Branchen suchen und dort haben sich die Bildungsanbieter auch mit persönlichem Kontakt, aber auch mit ihrem Firmenprofil und Link zu ihrer Webseite und zu Best-Practice-Beispielen selbst nochmal dargestellt. Suchen Sie also dort gerne nach einem passenden Partner. Wenn Sie das nicht möchten, wenn das zu zeitaufwendig ist für Sie, können wir natürlich auch helfen, den passenden Partner zu finden. Sie können aber auch im B2B-Marketplace ein Gesuch veröffentlichen. Das schicken wir dann an unser komplettes Netzwerk. Das geht auch über die Teilnehmer oder die Mitglieder der Anbieterdatenbank hinaus. Wir verteilen unseren Newsletter und diese Informationen an das gesamte iMove-Netzwerk. Und das sind circa 2000 Kontakte, die konzentriert auf Training Made in Germany sind. Die nächste Folie bitte. Ja, nochmal bitte. Genau. Sie sehen heute 10 Unternehmen, wie gesagt, alle aus dem iMove-Netzwerk, fast alle aus dem iMove-Netzwerk, die Ihnen Praxisbeispiele vorstellen. Deswegen werde ich das heute nicht tun, aber ich möchte Sie auch trotzdem noch auf unsere Success Stories hinweisen. Wenn Sie auf der Webseite suchen, kommen Sie auf auf Know-how und dort finden Sie unter anderem diese Success Stories. Wir veröffentlichen regelmäßig Praxisbeispiele von deutschen Aus- und Weiterbildungsanbietern, die im internationalen Markt schon erfolgreich Projekte umgesetzt haben. Und das können Sie nachlesen in diesen Success Stories. Die unterteilen sich in Branchen, aber auch in Länder. Wir aktualisieren das regelmäßig. Auch auf unserer Webseite finden Sie Praxisbeispiele, die Ihnen einen guten Einblick geben über die Expertise, die Sie in Deutschland bei der deutschen Bildungswirtschaft finden können. Die nächste Seite bitte. Genau, das ist jetzt nochmal eine Übersicht, wie die alten oder älteren, die länderbezogenen Best-Practice-Beispiele aussehen. Die nächste Seite bitte nochmal.
Genau. Und hier habe ich nochmal zusammengefasst, was Sie auch von uns erwarten können. Sie können jederzeit auf uns zukommen, wenn Sie einen Partner suchen, der Sie bei Ihren Trainingsvorhaben, Ausbildungs- oder Weiterbildungsvorhaben unterstützt. Wir können für Sie in Deutschland Termine organisieren, Meetings organisieren mit Partnern, mit der Bildungswirtschaft natürlich, aber auch mit zum Beispiel Vertretern von Einrichtungen, die in Deutschland wichtig sind für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Wir können auch in Ihr Land kommen mit einer, ähnlich wie jetzt, nur nicht virtuell, wenn es wieder geht, können wir auch mit einer Gruppe von Aus- und Weiterbildungsanbietern zu Ihnen kommen, wenn Sie ganz konkrete Bedarfe haben und die Bildungswirtschaft dann vor Ort sich auch angucken kann und soll, welche Bedarfe Sie haben. Wir haben verschiedene Angebote. Wir nehmen an Messen teil, wir nehmen an Konferenzen teil. Wenn Sie irgendwelche Angebote haben, die Sie auch bei uns veröffentlichen möchten, melden Sie sich also bitte gerne. Und ich empfehle Ihnen ganz dringend, den iMove, den International Newsletter zu abonnieren. Dort finden Sie alles, was wir im Laufe des Jahres anbieten. Genau, und damit komme ich zum Ende. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und ich hoffe, dass wir auch nach dieser Konferenz noch ins Gespräch kommen. Und ich wünsche Ihnen gute Gespräche mit der Bildungswirtschaft und den mitgereisten Unternehmen auch sehr viel Erfolg bei dieser virtuellen Reise. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Fenger. Ich glaube, das war ein sehr guter Abschluss am Ende. Ich wünsche auch den ganzen Teilnehmern viel Erfolg heute. Wir machen gleich weiter. Ich würde gerne Herrn Bolle als nächstes ankündigen, der über das Berufssystem in Deutschland sprechen wird. Herr Bolle ist Koordinator des TWETS international im DKK. Herr Bolle, bitteschön. Dobro utro, oder wie man sehr wenig sagt, dobro jutro. Ne? Kleiner, aber feiner Unterschied. Guten Morgen hier in die Runde an die deutschen Partner und an die Kollegen im Balkan. Für mich ist das heute so ein bisschen nach Hause kommen, wie Herr Martens schon gesagt hat. 2,5 Jahre war ich in Nordmazedonien tätig. Ich versuche hier ein bisschen zu umreißen. Den deutschen Partnern ist ja das duale System in Deutschland bekannt. Das liegt in unserer DNA. Aber ich sehe hier gerade, dass wir fast 100 Teilnehmer haben. Und dafür möchte ich erstmal gratulieren hier vom DJK in Berlin. Man möge sich das vorstellen, das wäre eine echte Geschäftsanbahnung mit Veranstaltung. Das ist ein toller Wert. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch und auch, dass die beiden Länder dort, Nordmazedonien und Serbien, sich zusammengetan haben. Ich glaube, das ist politisch sehr wichtig. Wir haben ja hier aus Berlin, unterstützen wir auch den Berlin-Prozess. Da gibt es immer wieder Konferenzen und der Balkan, also es ist unser Wunsch, muss irgendwo als Einheitsmarkt auftreten, auch was nach Möglichkeit den Fachkräftemangel angeht, einheitliche Anstrengungen damit vorangehen. Und dazu komme ich gleich in meinem Vortrag, weil ich möchte gerne ein bisschen das Augenmerk nicht nur auf Deutschland legen. Das bringt uns nur bedingt weiter. Das deutsche duale System zu kennen ist gut, aber wir arbeiten ja nun in Nordmazedonien und Serbien in einem anderen politischen Umfeld. Und deswegen versuche ich später im Vortrag auch Ihnen zu erklären oder am Beispiel Mazedonien und Serbien werden Sie es auch später am Tag in der Veranstaltung nachhören, wie man das übersetzen kann, ob man das ganze System nimmt oder Teile davon. Also das wollte ich erstmal voranschieben. Jetzt würde ich meine Präsentation teilen. Die ist auf Englisch. Ich habe ein bisschen mehr Slides vorbereitet. Sehen Sie mir das nach. Das ist für die Leute, die sehr detailverliebt sind. Diese Präsentation wird dann auch bereitgestellt. Ich werde aber einige Slides auch einfach überspringen, weil ich zu den Kern will, nämlich zu den Lessons learned im Ausland und wie wir als DIAK dort unsere AKs unterstützen. Die Präsentation wird aber bereitgestellt und wer nochmal genauer nachlesen will, Zahlen und Fakten, kann das tun. So, los geht's. Teilen. Ja, ganz kurzes Feedback. Sehen Sie gerade die Präsentation im Präsentationsmodus oder im, also alles, hat das funktioniert? Nur Fullscreen. Pulecka. So, jetzt hat das gewechselt. Das ist immer ganz witzig bei digitalen Formaten in der Welt, dass der DIAK manchmal auch nicht das schnellste Internet hat. Also, liebe Teilnehmer hier der Geschäftsanbahnungsreise, kurz nochmal zum Hintergrund. Der Herr Martens hat sich ja vorgestellt, der Delegierte der deutschen Wirtschaft
auch die deutsch-serbische AHK. Und es ist einfach so, dass wir hier im Netzwerk agieren. Also Sie sehen diese blauen Logos. Wir sind quasi ein starkes Netzwerk. Und wir sind auch einfach mal mutig und selbstbewusst und sagen, dass was wir in Deutschland per Gesetz als zuständige Stelle mit den IHKs machen, im dualen System, wir haben nämlich ein Berufsbildungsgesetz, wo alles schön geordnet ist, dieses Wissen, das tragen wir auch ein Stück weit ins Ausland. Und Sie kennen die AHKs. Also schon immer, da muss schon das Kledam, den es... Ja. Ja, ich höre dich. Bitte alle muten. Ja, danke. Marina. Nimm mal Problem. Also das Netzwerk ist Ihnen vielleicht bekannt und die Aussage ist einfach, dass wir, was wir als in Deutschland als Knowledge Center haben, nämlich die IHKs, die per Gesetz zuständige Stelle sind, in 79 IHKs in Deutschland verbreitet, die haben gewisse Aufgaben in der Berufsbildung, im dualen System. Wir sind nämlich dafür zuständig, die Ausbildungsunternehmen zu beraten. Es gibt Ausbildungsberatung, es gibt den Ausbilderkurs. Es gibt dort Zwischen- und Abschlussprüfungen, die von der IHK organisiert werden. Und das sind in Deutschland einfach Sachen, analog zur Handwerkskammer. Wir haben ja zwei Berufe, Handwerksberufe und Industrieberufe. Das ist unsere Aufgabe. Und wir schaffen das eigentlich ganz gut im Ausland, dort auch ungefähr in 50 Ländern Teile des dualen Systems umzusetzen. Dazu komme ich später noch. Jetzt noch mal ein bisschen die deutsche Brille. Wie gesagt, das können Sie sich im Anschluss auch durchlesen. Ganz wichtig ist, das duale System hat eigentlich den Kern oder die wichtigste Aussage ist, es ist industry driven. Also die Firmen haben den größten Anteil in der Lehre. Nun haben wir auf dem Balkan natürlich ein sehr verschultes System, Mittelschulsystem, Abitur. Und da haben wir es zumindest geschafft, auch in Nordmazedonien den Anteil der Praxis zu stärken. Man muss nicht immer 70% erreichen, aber soweit die Theorie in Deutschland findet die meiste Ausbildung im Unternehmen statt. Hier haben Sie so ein kleines Bildchen, dass wir das in Deutschland, das ist Mercedes-Benz früher, dass wir das einfach schon lange kennen, das System. Und dadurch sind zumindest der deutsche Mittelstand, ähnliches gilt auch für Österreich und der Schweiz, sehr mit dem System verwogen und unterstützen das auch. Das ist einfach eine Herzensangelegenheit, jungen Menschen dort den ersten Baustein in der Karriere zu ebnen. Das ist auch noch so ein kleines Geheimnis, ob es dann wirklich am dualen System liegt, aber unsere Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ist sehr gering. Und wenn Sie sich vorstellen, dass junge Leute nicht nur an die Universität gehen und vielleicht einen Beruf kriegen oder keinen Beruf, sondern nach der Mittelschule vielleicht in eine Ausbildung gehen, dann sind sie zumindest für 3 Jahre aus der Arbeitslosenstatistik offiziell raus. Und das hilft uns natürlich dann auch bei der Jugendarbeitslosigkeit. Und wir können eigentlich auch stolz sagen, dass viele Ausbildungsverträge auch dann angeboten werden. Es kann aber auch sein, dass der junge Mensch sich sagt, naja, ich möchte weiter an die Universität oder mir hat die Ausbildung nicht gefallen, das liegt mir nicht, ich probiere noch mal was anderes. Alles das lassen wir unter dem Thema Durchlässigkeit laufen. Hier noch mal ein paar Bildchen, dass es halt einfach mit der Schule und dem Betrieb zusammen funktioniert. Und dass auch der Zeitraum, das muss man wissen, mehr als 2 oder 3 Jahre sind. Also es geht hier nicht um eine Weiterbildung über einige Wochen, eine Schnellbesolung, sondern es ist ein kleiner Marathon, den die Unternehmen mit der Schule und den jungen Menschen und den Eltern zusammen erleben. Und am Ende sollte eigentlich ein Lifelong Learning stehen. Genau. Diese Folie ist mir noch relativ wichtig. Natürlich hilft das jetzt nicht direkt immer dem Balkan, wenn man solche Zahlen sieht, aber nehmen Sie einfach mit, dass in Deutschland das Finanzinvestment im dualen System zu einem Großteil, nämlich 23 Billionen Euro vom Privatsektor kommt. Also der Staat stellt die Schulinfrastruktur bereit, aber und die IHKs laufen über die IHK-Beiträge und über die Unternehmen, aber die Unternehmen, die müssen ja auch zum Beispiel eine Ausbildungswerkstatt bereitstellen. Die müssen Personal abstellen, die Ausbilder. Und das ist schon ein krasser Wert, wenn Sie das hier im Verhältnis sehen. Und das ist natürlich auch nicht kopierbar von anderen Ländern. Aber ich will hiermit einfach die herausragende Rolle des Privatsektors herausstellen. Und wir haben ja hier den Vertreter von ZF. In Mazedonien haben wir verschiedene Firmen. Ich glaube schon, dass das auch im Balkan sehr gut klappt, dort auch die Wirtschaft
anzusprechen. Denn wenn die Wirtschaft ein Fachkräfteproblem hat, dann soll sie da auch einen Teil tragen, dazu beitragen, dass dieser Lack of Skilled Labor, der Fachkräftemangel, behoben wird. Wenn es kein Problem gibt, dann ist die Welt in Ordnung, aber in den meisten Ländern gibt es einen Fachkräftemangel. Die nächsten Folien überspringe ich mal, das ist Hintergrundinformation. Wir haben immer einen sogenannten Private-Public Partnership, was Herr Martens auch gerne benutzt, das Wort, dass nämlich alle drei Partner auf Augenhöhe kommunizieren. Der Staat, der die Rahmenbedingungen macht, zum Beispiel in Serbien, das wird Frau Voigt später noch erläutern, ganz tolle Sache, dass das Berufsbildungsgesetz umgeschrieben wurde und mit der GIZ und der AHK zusammen und der Beratung und ganz starker Leadership der serbischen Nationalen Kammer dort verwurzelt ist. Das ist natürlich toll, wenn dort drin steht, dass der Praxisanteil erledigt werden muss, dass es Prüfungen gibt. Wichtig ist nur immer, dass sich auch jemand kümmert. Und ich glaube, die PKS macht da einen sehr guten Job und bindet auch die Industrieunternehmen ein. Und ich möchte ausdrücklich sagen, es geht nicht nur um deutsche Investoren oder andere Unternehmen aus der Schweiz oder so, sondern oder aus Amerika. Es geht auch um die nationale Industrie, also sehr gerne serbische Unternehmen sowie nordmazedonische Unternehmen. So, das können Sie sich später alles nochmal durchlesen. Das ist ein bisschen Rechtserklärung, Public-Private Partnership, alle zusammen. Und in der Mitte steht die AHK oder auch die nationale Kammer, je nachdem, wie stark die Partner Interesse haben. Ich denke, in Serbien und Mazedonien ist es jeweils auch die AHK, die dort Personal bereitstellt, mit Frau Voigt, Herrn Schupowski und den ganzen Kollegen, Frau Jovschewska, Frau Orotz. Und das ist wirklich wichtig. Ich mache hier mal ein bisschen schneller, sorry, weil ich will zu den wichtigen Themen. Jetzt haben wir ein bisschen über Deutschland gesprochen. Diese Ideen, diese essentiellen Elemente von einer Nachhaltigkeit, die Sie hier lesen, dass es Curricula gibt, die den Unternehmensbedarf angeglichen sind, dass Schule mit Betrieb kommuniziert über die Kammer. Es muss qualifizierte Ausbilder und Lehrer geben. Beides muss auf Augenhöhe passieren. Da wird sicher Herr Schupowski noch was zu sagen, wie man das in Mazedonien gelöst hat, damit die Berufsschullehrer sich nicht benachteiligt fühlen. Es muss eine Prüfung geben. Also im Grundsatz steht, die Prüfung in Deutschland ist eine Leistungsfeststellung. Wenn der junge Auszubildende vielleicht nicht so motiviert in der Ausbildung ist, ist das nicht perfekt. Aber sobald er die Prüfung besteht, die Praxis und Theorie, hat er sein Zertifikat. Das gehört auch zur Wahrheit. Manchmal sind ja junge Menschen zwischen 14 und 16 ein bisschen abgelenkt. Sie haben die erste Freundin oder haben andere Gedanken. Also da muss man auch fair sein. Das sind immer noch Charaktere, die sich prägen. Und dort haben wir deswegen auch ein Ausbildertraining im Portfolio, damit die Menschen im Betrieb auch mit den jungen Leuten ordentlich und fair umgehen und nicht so strikt und vielleicht manchmal, wie das in anderen Kulturen ist, so von oben herab, das wollen wir nicht. So, jetzt komme ich zu meinen letzten Aussagen. Also das, was wir in Deutschland können wir partiell auch im Ausland. Das ist jetzt ganz interessant. Das AHK-Netz ist toll. Also wir haben wirklich viel Know-how. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn in Serbien überlegt wird, vielleicht etwas im Logistikbereich zu machen, dann sind die Kollegen der AHK nicht allein. Sie können mit dem DIHK sprechen, sie können mit den IHKs sprechen. Und wir haben hier aus Berlin heraus eine Weltkarte kreiert, wo jeder Kollege nachgucken kann, welche Firmen im Ausland ausbilden und welche Berufe. Zum Beispiel im Logistikbereich sollte man Kontakt mit Südafrika aufnehmen. Die sind in der gleichen Zeitzone und machen das ganz toll. Also das Rad wird bei uns nicht neu erfunden, sondern es wird benutzt, was schon an Wissen da ist. Und da können wir wirklich auch ein Stück weit stolz drauf sein, ja, dass wir dieses Auslandshandelskammernetz haben, diese Struktur. Und wir aus Berlin, ich in meiner Rolle, wir haben hier noch drei andere Kollegen, wir betreuen ungefähr 200 Kollegen weltweit in 50 Ländern. Jetzt meine Lieblingsslide. Was sind jetzt die Herausforderungen? So war ja auch dieser kleine Sprechanteil tituliert. Die Herausforderungen und Lessons learned aus dem Ausland. Wir müssen die Synergien nutzen aus der Region. Wenn ich für den Balkan spreche zum Beispiel, haben wir ein gewisses Schulsystem, was in Serbien ähnlich wie in Nordmazedonien funktioniert. Und wenn Nordmazedonien Ideen hat, wie man die Berufsschullehrer einbettet und auch in dieses duale System wertschätzend integriert, dann sollen beide Kammern halt miteinander sprechen.
Und es geht, wie gesagt, nicht darum, dass den Praxisanteil auf 70% zu drücken, sondern einfach ein bisschen mehr Praxis, vielleicht 40% oder 50% zu schaffen. Wir können nicht das deutsche System kopieren und wollen das auch gar nicht. Das hat bei uns in Deutschland Jahre gedauert, das aufzubauen. Es ist gesetzlich verankert. Es gibt eine Sozialpartnerschaft mit den Gewerkschaften. Teilweise, wenn man nach Amerika guckt, das Land betreue ich zum Beispiel auch, da spielen Gewerkschaften gar keine Rolle. Also man muss es immer situativ auf das Land anlegen. Frau Fenger hat freundlicherweise die ganz tolle Initiative iMove vorgestellt. Und wir haben natürlich hier, das finde ich klasse, viele Weiterbildungsanbieter, die auch in der iMove-Datenbank vorhanden sind. Wenn ein Land einen Bedarf hat, arbeiten Sie bitte mit Weiterbildung. Nicht immer ist die Ausbildung über 2 oder 3 Jahre das richtige Mittel. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Mazedonien ist die Automotive-Industrie ansässig, Spritzguss. In der iMove-Datenbank haben wir das Süddeutsche Kunststoffzentrum eruiert, haben Kontakt mit den Kollegen in Schweinfurt oder Augsburg, Würzburg, glaube ich, aufgenommen, irgendwo in Franken. Und jetzt kommt es, wir haben einen Mehrwert für die Unternehmen geschaffen, weil der Experte kam nach Skopje oder auch nach Wellis zur Firma Marquardt, zur Firma Coaster, nach Ohrid und hat dort ein Training gegeben. Für die Firmen ist der Vorteil, dass sie keine Reisekosten zahlen. Die Firmen haben ihre Türen geöffnet, auch für die anderen Kollegen der anderen Automotive-Firmen. Und vielleicht kann man sowas ja auch Serbien und Mazedonien übergreifend machen, weil zum Beispiel der Bedarf an Spritzgusstrainings, an Injection Molding nicht unbedingt in der Ausbildung liegt, aber ein Teil der Ausbildung ist. Ja? Haben Sie bitte Geduld, wenn Sie irgendwas aufbauen, auch als Weiterbildungsanbieter. Das ist nicht immer so leicht. Regierung wechseln manchmal, Blickwinkel wechseln, aber Sie haben mit den AHKs einen ständigen Ansprechpartner vor Ort, der auch das Land nicht verlässt. Das zeigt auch also wir haben noch nie eine AHK in der Welt zugemacht, selbst wenn Länder wie Myanmar oder Iran auch schwierig sind. Dort, da wo die Industrie ist, bleibt die AHK. Nutzen Sie Marketing. Kollege Schupowski wird da später was zeigen, wie man das besonders auf dem Balkan machen kann. Und wenn jemand die Ausbildung geschafft hat, lassen Sie die jungen Leute zu Wort kommen. Gehen Sie ins Fernsehen, lassen Sie die jungen Leute erzählen, wie die Ausbildung war und dass Sie jetzt vielleicht einen tollen Arbeitgeber haben, wo Sie mehr als den Mindestlohn verdienen und eine gute Zukunft haben. Bitte, 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 wenn wir Ausbildung machen, geht es nicht um Ausbildung und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach Deutschland. Wir bilden im Land, respektive die AHK, für die lokalen Märkte aus. Also es geht um Serbien und Nordmazedonien, es geht nicht um Deutschland oder andere Länder. Und das habe ich schon gesagt, die Firmen müssen in der führenden Rolle sein und nutzen Sie bitte die Plattform AHK, die sich nämlich um eine Harmonisierung und so alles kümmert, dass die Kommunikation zwischen Staat, Schule, Betrieb funktioniert. Das war's. Ich hoffe, ich bin in meiner Zeit geblieben. Alle anderen Folien sind zusätzlich. Ich bedanke mich. Fala, Blagodara, Postra. Vielen Dank, Herr Bolle. Da sprechen Sie auch gut Serbisch und Mazedonisch, würde ich sagen. Vielen Dank. Ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich weitermachen, weil wir ein straffes Zeitprogramm haben, würde ich kurz nur anmerken oder vielleicht ermutigen, dass Sie Ihre Fragen in der Rubrik Q&A stellen. Bitte stellen Sie die Fragen, so viele Sie möchten. Sagen Sie auch, an wen die Frage sich widmet, dann können wir den Rednern oder den Vertretern der deutschen Unternehmen erst im Abschnitt Fragen und Antworten stellen. Dann machen wir mal gleich weiter und beziehungsweise beginnen mit unserem ersten Block der Konferenz. Den ersten Block der Konferenz öffnen meine lieben Kollegen aus Nordmazedonien beziehungsweise Herr Dejan Schupowski, der zuständig für die duale Berufsbildung in der Delegation der deutschen Wirtschaft in Nordmazedonien ist. Und er wird uns über den Stand und die Ausgangslage der beruflichen Ausbildung in Nordmazedonien berichten. Dejan, the floor is yours. Danke, Steven. Ich bin Dejan Schupowski von der Delegation der deutschen Wirtschaft in Nordmazedonien, bin als Koordinator des Programms für duale Berufsausbildung tätig. Ich werde heute versuchen, etwas langsamer zu reden, weil ich selber früher als Dolmetscher tätig war und ich weiß, wie schwierig es sein kann, Dolmetschen. Ob mir das gelingen wird, weiß ich nicht, aber ich werde auf jeden Fall versuchen. Mit meiner Kollegin Vera Jovceska werden wir heute über die Aktivitäten im Rahmen des Skills Expo
Programmes berichten. Tobias Bohle hat bereits so viele Punkte angesprochen, dass ich eigentlich hier meine Präsentation beenden kann. Werde das aber nicht tun, natürlich. Und das Skills-Expert-Programm implementieren wir seit April 2017. Ziel des Programmes ist es, deutsche Investoren, aber nicht nur deutsche Investoren, sondern auch einheimische Unternehmen bei der Fachkräfteausbildung und Sicherung zu unterstützen. Und dabei liegt der Fokus auf der Einführung eines Ausbildungsmodells, welches sich an das deutsche duale Berufsausbildung anlehnt. Bei der Umsetzung unserer Aktivitäten haben wir, wie auch Tobias bereits erwähnt hat, einen Bottom-up-Approach, beziehungsweise orientieren uns immer an den Bedarfen der Unternehmen. Nordmazedonien hatte in den vergangenen 15 Jahren einen großen Anstieg an ausländischen Investitionen verzeichnet und insbesondere Unternehmen aus der Automotive-Branche und der Pharmaindustrie haben sich für den Produktionsstandort Mazedonien entschieden. Daher war der Schwerpunkt unserer Aktivitäten schon im Voraus irgendwie vordefiniert. Das heißt, wir haben uns auf die technische Berufe fokussiert. Ich werde jetzt versuchen, meinen Screen zu teilen. Ich hoffe, Sie sehen meine Präsentation jetzt. Und zwar im Reading View. Ja? Sehen Sie meine? Okay, super. Genau. Als wir uns noch in einer Orientierungsphase befanden, haben wir eine Umfrage durchgeführt, um die Bedarfe der Unternehmen zu eruieren. Zu diesem Ziel haben wir eine Umfrage unter den Mitgliedern der deutsch-mazedonischen Wirtschaftsvereinigung organisiert. Und die erste Frage war, was die Hindernisse zur Sicherung von Fachkräften waren. Und die meisten Unternehmen haben beantwortet, dass die Bewerber meistens Arbeitserfahrung einen Mangel an Arbeitserfahrung vorweisen, sowie dass sie keine geeignete praktische Fertigkeiten und Qualifikationen vorweisen. Danach haben wir die Frage gestellt, ob die Unternehmen die neu Angestellten für den konkreten Job weiterbilden müssen. Und ja, keine Überraschungen da. Alle Unternehmen haben diese Frage hat oder positiv beantwortet, weil es eigentlich nicht positiv war, dass sie eben die Neuangestellten weiterbilden müssen und dass diese nicht in der Lage sind, sofort effizient zu arbeiten. Danach war es uns wichtig zu wissen, welche Berufe im Land mangelhaft sind und die meisten Unternehmen haben angegeben, dass der Beruf des Mechatronikers sehr wichtig ist. Darüber hinaus waren auch Elektriker und Maschinentechniker auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt. Des Weiteren haben wir die Frage gestellt, ob die Mittelschulbildung mehr Praxis beinhalten soll und ob der Praxisanteil erhöht werden soll zulasten der theoretischen Fächer und fast 90% der befragten Unternehmen gaben an, dass dies der Fall sein soll. Bei der letzten Frage gab es dennoch Meinungsverschiedenheiten. Da fielen die Ergebnisse viel knapper aus. Wir haben die Unternehmen befragt, ob die bereit wären, den Schülern oder den Azubis eine monatliche Vergütung auszuzahlen. Eine knappe Mehrheit hat sich da durchgesetzt, also ca. 54% gaben an, dass sie bereit wären, eine monatliche Vergütung zu zahlen. Das war, wie gesagt, in unserer Orientierungsphase.
Und als nächstes Zwischenziel war es, ein Ausbildungsgremium zu gründen, welches sich aus Vertretern von ausbildenden Unternehmen oder von Unternehmen, die beabsichtigen, eine Ausbildung zu starten, besteht. Dieses Gremium haben wir im Rahmen unserer Kickoff-Veranstaltung im September 2017 feierlich gegründet, und an der Veranstaltung haben viele renommierte Politiker teilgenommen. Der deutsche Botschafter war auch da. Wie das Berufsbildungsgremium funktioniert, werden wir gleich erfahren. Das Gremium bildet das Herzstück unserer Aktivitäten und dient quasi als eine Plattform für einen offenen Austausch zwischen allen relevanten Berufsbildungsakteuren. Damit meine ich in erster Linie die ausbildenden Unternehmen, die Berufsschulen sowie die staatlichen Institutionen. Das sind das Bildungsministerium, das Zentrum für Berufsbildung und das Büro für Entwicklung der Bildung. Anfangs habe ich kurz über die Ergebnisse der Umfrage berichtet, aber eigentlich im Rahmen des Gremiums haben sich die Bedarfe der Unternehmen herauskristallisiert. Da haben wir, wie gesagt, die Bedarfe der Unternehmen besprochen, die möglichen Modelle, wie wir eine duale Berufsausbildung nach deutschem Vorbild im Land implementieren können. Und es hat sich herausgestellt, dass die Unternehmen Mechatroniker ausbilden möchten und erst später auch Techniker für Produktionsanlagen. Aus Marketinggründen haben wir den zweiten Beruf so bezeichnet. Es ist eine Mischung, eine Kombination aus dem deutschen Industriemechaniker und dem Werkzeugmechaniker. Nächster Schritt war es natürlich, diese Berufe einzuführen. Und da lag die größte Herausforderung. Wir haben uns ein Modell ausgesucht, welches in die vierjährige Berufsbildung eingebettet wurde. Wir haben mehrere Modelle analysiert, wie wir diese Berufe implementieren können, aber kamen zum Schluss, dass eben dass die vierjährige Ausbildung am geeignetsten wäre. Ein Problem bestand jedoch darin, dass die vierjährige Ausbildung in Nordmazedonien sehr theorielastig war. Also nur 4 bis 5 Wochenstunden wurden als Praxisanteil organisiert. Der Rest waren alles theoretische Unterrichtseinheiten. Und darin lag die große Herausforderung, eben den Praxisanteil zu erhöhen. Dies ist uns gelungen durch ein Pilotprojekt. Und in diesem Sinne war die Kooperation mit den staatlichen Institutionen sehr, sehr wichtig. Uns ist es gelungen, den Praxisanteil zu verdreifachen und von 5 auf 15 oder 16 Wochenstunden zu erhöhen. Größtenteils werden betrieblich absolviert, aber ein kleiner Teil davon wird auch schulisch organisiert. Um Berufe anzuführen, ist es natürlich wichtig, Curricula zu entwickeln, und zu diesem Zweck haben wir Arbeitsgruppen organisiert, die aus Vertretern der ausbildenden Unternehmen, der Partnerschulen und des Zentrums für Berufsbildung bestehen. Zur Info, das Zentrum für Berufsbildung ist kein Zentrum, welches selber ausbildet, sondern ist ein Pendant zum deutschen Berufsbildungsinstitut. Und die Teilnehmer wurden in Teams eingeteilt und haben an bestimmte Curricula für konkrete Fächer gearbeitet. Die Endergebnisse haben wir als Delegation bei den zuständigen Stellen zur finalen Freigabe eingereicht. Und das war unsere Vorbereitungsphase, als wir das Terrain noch vorbereitet haben und neue Berufe ins Leben gerufen haben. Aber nachdem man das Terrain vorbereitet hat, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man auch Azubis anwirbt, damit sie sich
für diese Berufsbilder anmelden. In Mazedonien funktioniert das System ein bisschen anders als in Deutschland. Jugendlichen bewerben sich nicht direkt bei einem Unternehmen, sondern wir haben ein schulisches Modell mit einem erhöhten Praxisanteil. Das heißt, die schreiben sich immer an einer Berufsschule ein. Wie wir unsere Marketingaktivitäten organisiert haben, werden Sie von meiner Kollegin Vera Jovcevska erfahren. Vera? Genau. Danke, Dejan. Ich hoffe, alle können mich gut hören. Ich begrüße ganz herzlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier an der Konferenz. Mein Name ist Vera Jovcevska und ich arbeite als Projektassistentin für duale Berufsausbildung nach deutschem Muster bei der AHK Nordmazedonien. Zusammen mit meinem Kollegen Herrn Tubowski koordinieren wir den gesamten Prozess für duale Berufsausbildung hier in Nordmazedonien vor Ort und unterstützen wir die Partnerunternehmen und die Partnerschulen des Programmes. Wie mein Kollege schon gesagt hat, werde ich kurz über die Marketingaktivitäten berichten. Natürlich spielen die Marketingaktivitäten eine sehr bedeutende Rolle, was die Werbung der dualen Berufsausbildung im Land betrifft. Jedes Jahr im April, Mai und Juni fängt man damit an, das Programm für die duale Berufsausbildung nach deutschem Muster den Schülern in den Grundschulen vorzustellen, denn die sind letztendlich unsere Zielgruppe. Wir haben im Rahmen dieser Werbung mehrere Aktivitäten, die wir zusammen mit unseren Partnern, mit den Unternehmen und mit den Berufsschulen organisieren und durchführen. In der Vor-Corona-Zeit hat man in den Monaten vor den Einschreibungen in den Berufsschulen Veranstaltungen organisiert. Da sind diese sogenannten Veranstaltungen Tag der offenen Tür, die man auch an den Fotos unten sehen kann. Und wir haben diese Veranstaltungen zusammen mit den Unternehmen und mit den Berufsschulen organisiert, wo die Unternehmen die Möglichkeit hatten, sich vor den Schülern vorzustellen. Und wir gingen in die Berufsschulen und die Vertreter von den Unternehmen haben kleine Präsentationen gemacht, Diskussionen mit den Schülern geführt und natürlich Fragen gestellt. Die Schüler konnten auch Fragen stellen. Und ja, so lief dieser Prozess eigentlich der Vorstellung der Partnerunternehmen und des Programmes. Leider brach die Corona-Pandemie diese Veranstaltungen vor Ort ab. Wir durften keine solche Veranstaltungen organisieren und daher mussten wir uns digital und online umstellen. Beziehungsweise in der Corona-Zeit sind wir mit den Schülern und mit den Eltern direkt online in Kontakt getreten. Wir haben diese sogenannten Online-Elternabende organisiert, wo die Schüler und die Eltern präsent waren und natürlich mit dem gleichen Ziel, Vorstellung des Programmes und es gab auch Fragerunden. Die Eltern und die Schüler konnten auch Fragen stellen, was das Programm betrifft und ihr Interesse zeigen. Wie Sie auch hier unten sehen können, haben wir auch ein paar andere Aktivitäten, die wir jedes Jahr durchführen und jedes Jahr bereiten wir auch mit unseren Partnerunternehmen und mit den Berufsschulen unserer Partnerschulen die folgenden Aktivitäten vor. Wir machen Radiowerbungen an jedem Standort in den lokalen Radiosendungen. Wir erklären das Programm, wir nennen die Unternehmen, wo die Schüler Praktikum machen können und natürlich die Berufsschulen und wir hoffen auf eine gute Anzahl von eingeschriebenen Schülern. Dann machen wir auch Billboards an den Standorten, wo wir die duale Berufsausbildung nach deutschem Muster durchführen und organisieren und wir machen diese Billboards an attraktiven Plätzen in den 6 Standorten und wir promovieren sozusagen die duale Berufsausbildung auch in den Städten öffentlich. Und die dritte Aktivität, die wir auch machen, sind die Flyer in bedruckter Version. Zusammen mit den Unternehmen und den Partnerschulen bereiten wir diese Flyer vor, die sie auch
auf das Foto hier, auf dem Foto hier sehen können. Und ja, wir teilen die Flyer in den Berufsschulen unter den Schülern und auch in den Unternehmen. Und da sind unsere Hauptmarketingaktivitäten, würde ich sagen, damit auch natürlich wir die Schüler anlockern können und dass sie natürlich Interesse für das Programm zeigen. Ja, deren, wenn ich etwas vermisst habe, dann ich denke, ich habe schon alles gesagt. Die neuen Klassen und das Programm für duale Berufsausbildung zusätzlich zu promoten, organisieren wir zudem auch jedes Jahr eine große Veranstaltung. Da sind jetzt Fotos von dem Macedonian Manufacturing Expo 2018, wo wir die ersten beiden dualen Klassen begrüßt haben. Damals hatten wir klein angefangen mit 2 Klassen und 35 Schülern in Zusammenarbeit mit 4 Unternehmen und 2 Berufsschulen. Bereits im zweiten Jahr erhöhte sich da die Zahl der dualen Schüler auf 100. Und das mag vielleicht nicht viel klingen, aber das entspricht dem jährlichen Bedarf unserer Partnerunternehmen. Für uns war es natürlich sehr wichtig, dass wir eine Nachhaltigkeit in unserem Programm und Kontinuität haben. Und deswegen bilden die Unternehmen entsprechend ihren jährlichen Kapazitäten aus. Wie gesagt, jetzt haben wir 12 Partnerunternehmen und jedes Jahr werden 100 neue Ausbildungsplätze eröffnet, was einen Durchschnitt von 7 bis 8 Azubis pro Unternehmen ausmacht. Das sind Fotos von der zweiten großen Veranstaltung. Das war vor der Corona-Zeit, wo wir solche Veranstaltungen zentralisiert organisieren konnten. Aber natürlich hat uns allen die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht und 2020 war das nicht mehr möglich. Deswegen haben wir uns entschieden, die Berufsschulen zu besuchen und die Azubis in ihren Städten, wo wir sie begrüßt haben. Und traditionell haben wir immer eine interessante Überraschung für die vorbereitet, das sind Rucksäcke. In diesem Jahr haben wir wieder 100 neue duale Schüler nach deutschem Vorbild in 6 Städten begrüßt. Aufgeteilt sind das 60 Mechatroniker und 40 Techniker für Produktionsanlagen. Die wichtigste Rolle der AHK ist die des Qualitätssicherers und in diesem Sinne wollen wir die Aufgaben einer IHK in Deutschland hier in Nordmazedonien wahrnehmen. Und einerseits organisieren wir zu diesem Zweck ADA-Kurse, Ausbildung der Ausbilder nach deutschem Vorbild. Für die Zertifizierung der betrieblichen Ausbilder ist in Nordmazedonien die nationale Kammer zuständig, aber wir organisieren eine zusätzliche Ausbildung zur Sicherung der deutschen Standards und implementieren möchten. Bislang haben wir 5 solcher Trainings mit einem deutschen Experten und mit einem deutschen Curriculum organisiert und ca. 50 betriebliche Ausbilder nach deutschen Standards ausgebildet. Damit die Schulen nicht nachlässig werden, haben wir bereits 3 Lehrerfortbildungen organisiert, auch mit einem deutschen Experten. Dabei liegt der Fokus auf Themen wie zum Beispiel Learning in the 21st Century, Flipped Classroom, Feedback-Techniken und so weiter. Ich habe die Auswirkungen der Corona-Pandemie kurz erwähnt. Ab 2020 war es nicht mehr möglich, sowohl die ADA-Kurse als auch die Lehrerfortbildungen als Präsenzveranstaltungen zu organisieren. Deswegen haben wir diese digital organisiert und es war sehr erfolgreich, muss ich sagen. Wir waren zunächst sehr skeptisch, ob solche
Kurse, insbesondere ADA-Kurse, sich online organisieren lassen, aber wir sind eigentlich mit den Ergebnissen sehr, sehr zufrieden. Des Weiteren zeichnen wir auch die teilnehmenden Unternehmen mit einem Schild aus, mit der Überschrift "Dieser Betrieb bildet dual aus", nachdem sie unsere deutschen Standards erfüllt haben. Und wie gesagt, momentan haben wir 12 Partnerunternehmen, 11 davon haben die Ausbildungsprozesse gestartet. Das 12. wird im nächsten Jahr mit den Ausbildungsaktivitäten anfangen. Und für die Schulen haben wir natürlich auch ein Schild. Diese Schule ist Berufsausbildung. Auf diese Weise wollen wir die Rolle der Berufsschulen und ihre Attraktivität stärken. Momentan arbeiten wir mit 6 Schulen zusammen. Aber die wichtigste Qualitätssicherung ist durch die Durchführung von Zwischen- und Abschlussprüfungen. Und in diesem Winter wollen wir die Zwischenprüfungen für den ersten Jahrgang Mechatronik organisieren. Der erste Jahrgang schließt seine Ausbildung im Juni 2022 ab. Und dann planen wir auch eine Abschlussprüfung. Also ich habe anfangs erwähnt, dass wir unsere duale Berufsausbildung in die Mittelschulbildung eingebettet haben. Das heißt, dass es zu einer Doppelzertifizierung führt. Einerseits erlangen die Azubis ein staatliches Diplom für die abgeschlossene Ausbildung, aber zusätzlich, weil wir sagen, dass wir eben dass wir duale Berufsausbildung nach deutschen Standards organisieren, wollen wir auch eine zusätzliche Qualitätssicherung organisieren. Zu diesem Zweck kaufen wir Lizenzen für Prüfungsaufgaben aus Deutschland und gründen Prüfungsausschüsse, die verantwortlich für die Durchführung der Prüfungen sein werden. Ich habe die 12 Partnerunternehmen erwähnt. Da sehen Sie ein Logo-Banner. Also in a nutshell haben wir 6 Partnerunternehmen, 6 Partnerschulen, Entschuldigung, 12 Partnerunternehmen, haben 2 neue Qualifikationen oder Berufsbilder eingeführt. Das sind der Industriemechatroniker und der Techniker für Produktionsanlagen. Und diese werden in 6 Städten des Landes erlernt. Die wichtigste Folie zum Schluss, das ist das Skills-Experten. Und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Da bedanke ich mich bei meinen Kollegen und insbesondere bei Frau Jovcevska, bei der ich mich entschuldigen möchte, dass ich sie nicht im Voraus angekündigt habe. Ich konnte das nicht den Punkt entnehmen, sorry. Und es freut mich, und ich glaube, es freut uns alle, dass die Kollegen aus der AHK so aktiv und so einen tollen Beitrag im Bereich der dualen Berufsbildung in Nordmazedonien leisten. Hut ab, würde ich sagen. Dann machen wir mal gleich weiter. Und zwar jetzt beginnen wir mit den ersten Unternehmenspräsentationen. Ich würde gerne das Unternehmen Christiani ankündigen. Christiani ist einer der führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die technische Aus- und Weiterbildung und bietet Lösungen für die Ausbildung auf allen Ebenen an, von der Schule über die Berufsausbildung bis zur Hochschule. Frau Sandra Strobel, Area Sales Managerin, wird uns hierzu mehr sagen. Frau Strobel, bitteschön. Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Sandra Strobel. Ich bin Area Sales Manager für den Bereich Europa bei Christiani. Ich bin seit 1900. Entschuldigung, ich sehe die Präsentation nicht. Können Sie die bitte teilen? Ich rede einfach weiter. Ich bin seit 1988 bei Christiani tätig. Sie können gleich nächstes Slide. Christiani ist an 5 Standorten in Deutschland vertreten. Neben dem Headquarter in Konstanz haben wir eine eigene Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft, ein Showroom in Berlin und 2 Kompetenzzentren in Rheine und in Landsberg am Lech. Diese Kompetenzzentren haben voll ausgestattete Fachräume.
Nächste Slide. Derzeit arbeiten ca. 200 Leute bei Christiani. Mit mehr als 15.000 Produkten im Portfolio liefern wir in mehr als 90 Länder weltweit und haben mehr als 50.000 Kunden. Nächste Folie. Hier sehen Sie eine Übersicht unserer Branchenvielfalt. Ich werde auf die einzelnen Branchen, nicht auf alle, aber auf ein paar der Branchen in den folgenden Folien etwas näher eingehen. Nächste Folie. Das Unternehmen gibt es seit mehr als 90 Jahren. 1931 gründete Paul Christiani das erste deutsche Fernlehrinstitut. In den 70er Jahren entstand die Kooperation mit der PAL. PAL ist eine Abkürzung für Prüfungsaufgaben und Lehrmittelentwicklungsstelle bei der IHK Stuttgart. In den weiteren Jahren gab es einige Umbrüche. Christiani ist in das internationale Geschäft eingestiegen, hat ein Joint Venture in Indien gegründet und Kompetenzzentren eröffnet. Nächste Folie bitte. Das ist ein Auszug, in welchen Ländern Christiani weltweit aktiv ist. Es sind selbstverständlich nicht alle Länder. Nordmazedonien, bitte ich zu entschuldigen, sind wir auch aktiv. Steht nicht auf der Folie. Weiter bitte. Theorie und Praxis, alles aus einer Hand. Das bietet Christiani an. Medien und auch Hardware. Details finden Sie in den nächsten Folien. Bitte weiter. Fachraumausstattung. Von der Planung bis zur Umsetzung bieten wir ein Rundum-Paket an. Von der Bedarfsanalyse über die Fachraumplanung mit Erstellung von 3D-Zeichnungen, über Budgetplanung, Ausstattung mit Trainingssystemen und letztendlich Train-the-Trainer-Kursen. Dieses bieten wir für alle Branchen an, die Sie in der vorherigen Slide gesehen haben. Nächste Folie. Dieses beispielhaft ein Fachraum aus dem Bereich Metall, den Christiani ausgestattet hat. Wie Sie sehen, sind hier einige Geräte enthalten, sowie Teachware zur Übermittlung der Kenntnisse. Nächste Slide. Thema digitales Lernen. Hier haben wir eigene E-Learnings entwickelt für den Bereich Metall und Elektro. Unsere verlagseigenen Fachbücher sind in mehreren Sprachen auch über die C-Learning-App abrufbar. Diese E-Learnings gibt es in Deutsch, Englisch, Spanisch. Nächste Folie bitte. Zum Thema Prüfungsvorbereitung und Abschlussprüfungen Teil 1 und 2 haben wir zu der Alternative zu den bisherig gedruckten Aufgaben ein Online-Prüfungstool, das sich Expla nennt. Hier gibt es pro Beruf Pakete mit ca. 140 Aufgaben, die entsprechend den Bedürfnissen der jeweiligen Firmen zusammengestellt werden. Selbstverständlich bieten wir hier auch unsere Fachbücher an und Übungs- und auch Prüfungsmaterial. Das ist unser Kerngeschäft. Auch Firmen außerhalb Deutschlands werden von uns beliefert. Weltweit, Osteuropa, USA, England, Frankreich, um nur ein paar zu nennen. Nächste Folie. Das sind ein paar Gruppen unseres Produktportfolios. Eine Smart Factory im Bereich der Automatisierungstechnik, Industriemodelle, oder auch Materialsätze. Das ist nur ein grober Überblick. Ich gehe jetzt gleich in den nächsten Folien noch etwas genauer darauf ein. Mechatronische Anlagen. Hier sehen Sie unser Sorting System Compact 4.0. Diese sind flexibel erweiterbar bis hin zu einer Smart Factory, Bereich Industrie 4.0. Sie sehen
die Flexibilität mit den Stationen Robota und Pick-to-Light, hier natürlich mit einer digitalen Bibliothek. Nächste Folie bitte. Trainingsgeräte und Schulungsstände für Elektromobilität und auch viele weitere Themen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik begleitend mit E-Learnings und unseren eigens erstellten Fachbüchern. Nächste Folie bitte. Last but not least, bei den Produkten der Bereich erneuerbare Energien, Sanitär, Heizung und Klimatechnik bieten wir über den Solarstromkoffer bis hin zu Schulungsständen einer ganzen Wärmepumpe eine reiche Palette an. Nächste Folie bitte. Die Christiani Akademie, ein weiterer großer Bestandteil unseres Unternehmens. Wir bieten technische Qualifikationen an, Trainerqualifikationen, Beratungsdienstleistungen. Nächste Folie. Und auch Train-the-Trainer-Kurse in Verbindung mit Hardwarelieferung oder auch im Bereich der ADA-Ausbildung. Diese Kurse können on-site vor Ort in den jeweiligen Ländern durchgeführt werden oder auch in einem unserer Kompetenzzentren in Rheine oder Landsberg vor Ort. Selbstverständlich erhält jeder Teilnehmer nach Abschluss dieser Weiterbildung ein Zertifikat. Dann bin ich auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, ich weiß, es war etwas schnell, aber 20 Folien waren es leider doch. Aber Sie sehen die Präsentation bestimmt im Nachgang und können sich das in Ruhe anschauen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Strobel. Genau, wir werden alle Präsentationen natürlich von dem heutigen Tag oder von der heutigen Konferenz an alle Teilnehmer weiterleiten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, dann natürlich in der selbstverständlich jederzeit gerne Q&A-Session schreiben und wir stellen sie dann Frau Strobel später im Nachhinein. Dankeschön. Danke, Frau Strobel. Wir gehen gleich weiter mit Herrn Johannes Beisa und dem Unternehmen, ich hoffe, ich spreche es gut aus, APT, Advanced Production Training. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungen bei der digitalen Transformation mit der Smart Learning Factory. Herr Johannes Beisa wird uns bestimmt hierzu mehr sagen. Und bitteschön, Herr Isa. Ja, dober dan. Schönen guten Tag alle zusammen. Ich hoffe, Sie hören, sehen mich und gleichzeitig auch den Bildschirm in Fullscreen. Ich habe schon die Bestätigung bekommen, wunderbar. Zwei, drei Worte zu mir. Johannes Beisa, von der Ausbildung her, studierter Wirtschaftsingenieur und bin inzwischen Gründer und Geschäftsführer der APT mit der Lösung Smart Learning Factory Lab und Mobil, die ich Ihnen heute vorstelle. Wir sind eine Ausgründung aus der Fraunhofer Gesellschaft und mehr dazu in den folgenden Folien. Auch ich versuche relativ langsam zu sprechen, damit die Übersetzer genug Zeit haben, sorgfältig zu übersetzen. Von daher, denke ich, sollten wir das auch in der Zeit hinbekommen. Ja. Zunächst einmal einige Punkte zu dem Thema Lernfabriken. Letztendlich steckt schon in dem Namen drin, Smart Learning Factory. Wir sind Anbieter von Lernfabriken, schlüsselfertig. Also wir liefern das komplette System. Hier im Hintergrund des Bildes sehen Sie die Smart Learning Factory in Augsburg. Eine Learning Factory ist eine realistische Produktionsumgebung in Miniatur. Unsere Lösung richtet sich sehr stark an den Bereich Vocational Education und Trainings. Maßgeblich ist es die Technikerausbildung, Meisterausbildung, aber auch Ingenieure oder angehende Ingenieure im Bereich Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science. Das sind so unsere Zielgruppen. Und
Die Idee dahinter ist, mit dieser Learning Factory Kompetenzen im Bereich Complex Problem Solving zu heben, zu entwickeln. Und es ist immer die Idee, das Ganze hands-on, also wirklich am Gerät, wirklich an dem Produktionssystem das Ganze zu erlernen. Weil wir halt sagen, man muss das Ganze anfassen, um es zu begreifen. Das ist die Idee dahinter. Und hier noch einige Eindrücke. Hier sehen Sie mal die Lösungen hier bei uns vor Ort in Augsburg. Sie sehen, dass wir an einem Beispielprodukt, in unserem Fall ist es ein ferngesteuertes Fahrzeug, was hier in einem Team, wir sehen hier immer das Team im Fokus, weil auch in der Produktion in Teams gearbeitet wird, ist hier auch die Idee, in Teams gemeinsam ein Produkt beispielhaft zu fertigen. In unserem Fall, wie gesagt, ein ferngesteuertes Fahrzeug in ganz vielen unterschiedlichen Varianten. Also das Thema Variantenvielfalt, Komplexitätsbeherrschung, Losgröße 1 wird bei uns adressiert, insbesondere in Form von Softwareprodukten auch. Ich zeige Ihnen hier mal ein Bild aus der Schweiz. Das ist, hier haben wir für die Switzerland Innovation eine Smart Learning Factory aufgebaut. Hier sehen Sie auf dem Bild die Fahrzeuge, die ferngesteuerten Fahrzeuge im Rohzustand und im gefertigten Zustand. Wir haben hier unterschiedliche Learning Stations. Einmal das Thema intelligente Qualitätssicherung wird von uns adressiert. Da nutzen wir Software-Technologien, die auf künstliche Intelligenz beruhen, im Bereich der Image Recognition, also die Objekterkennung, aber auch der Abgleich der Objekte. Wir nutzen hier IoT-Devices, maßgeblich Messinstrumente, digitale Checklisten nutzen wir. Das ganze Thema Lot Size One, kundenindividuelle Herstellung von Produkten, gesteuert durch das sogenannte Manufacturing Execution System, wird bei uns adressiert. Auch das ist Teil der Lösung. Das ganze Thema von einer papiergebundenen Produktion zu einer papierlosen Produktion wird hier auch adressiert. Sie sehen an jeder Station Bildschirme, Touchscreens. Dort haben wir beispielsweise Videoanleitungen, wo unterschiedliche Montageinstruktionen abgebildet werden. Aber auch das ganze Thema Connected Logistics, Intralogistik, wird adressiert von unserem System. Themen wie Tracking und Tracing von Objekten, beispielsweise durch RFID-Technologien, E-Ink-Displays, Dashboards, wird von unserer Lösung adressiert. Wir können die Lösung aber auch adaptieren für den jeweiligen Kunden und kundenspezifisch eine Learning Factory aufbauen. Wir sehen hier beispielhaft unterschiedliche Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir unterscheiden drei Ebenen. Wir unterscheiden die Hardware-Ebene, die Software-Ebene und die didaktische Ebene. Wir als Smart Learning Factory bieten das komplett gemeinsam mit unseren Partnern an. Nach Rücksprache mit dem jeweiligen Kunden können wir unterschiedlichste Technologien in diese Smart Learning Factory integrieren. Und wie gesagt, was uns nochmal unterscheidet, das ist ganz wichtig, es ist keine lose Sammlung von einzelnen Technologien, die irgendwo an unterschiedlichen Stellen stehen, sondern wir liefern das Ganze auch mit einem didaktischen Konzept aus, um das Ganze auch erlebbar zu machen, damit es nicht nur ein Demonstrationscase ist, sondern der Mensch, das Team wirklich Teil der Lösung ist und wirklich mit den Systemen interagieren. Ich möchte Ihnen hier mal kurz darstellen, die Roadmap, wie kommt man zu einer Smart Learning Factory in der Regel? In der Regel ist es so, dass wir nach
dem einen oder anderen Gespräch Sie auch einladen, beispielsweise zu uns nach Augsburg oder zu einer unserer weiteren Smart Learning Factories, die in München oder Bern stehen. Wir haben auch die Möglichkeit, Ihnen dort ein, zwei Tage an einem Training teilhaben zu lassen. In der zweiten Phase machen wir uns Gedanken, wie könnte das Konzept für Sie ausschauen, wie könnte das Konzept beispielsweise in Ihrer Berufsakademie, an der Universität, an Ihrer Berufsschule oder in Ihrem Industriebetrieb ausschauen. Zielen Sie ab, mit diesem Lernsystem Trainings am Markt anzubieten und dort diese zu verkaufen. Auch da haben wir Erfahrungen und können, wie gesagt, dieses Konzept gemeinsam mit Ihnen entwickeln. Und in der dritten Phase geht es dann in die Implementierung, in die Realisierung des Labs und dann auch in dem Aufbau. Und auch danach begleiten wir Sie in Form von Train-the-Trainer-Seminaren. Diese Train-the-Trainer-Seminare werden teilweise bei uns in Augsburg durchgeführt, teilweise aber auch direkt bei den jeweiligen Kunden vor Ort. Aktuell sind wir in der Implementierungsphase einer weiteren Smart Learning Factory in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und auch dort führen wir noch in diesem Jahr Train-the-Trainer-Seminare durch. Das soweit von meiner Seite. Wie gesagt, Sie sind herzlich eingeladen zu uns nach Augsburg. Da sehen Sie das Technologiezentrum. Da oben sitze ich gerade und halte den Vortrag. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, würde ich mich freuen, wenn wir in Kontakt treten würden. Bin die nächsten Tage auch erreichbar und freue mich auf eine Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Issa. Vielleicht nimmt jemand auch die Einladung ein und kommt Sie in Augsburg besuchen. Sehr gerne. Vielen Dank für den Einblick der Smart Learning Factory. Unser nächster Sprecher ist Helmut Höfgen, Area Sales Manager aus dem Unternehmen LD Didaktik. Die LD Didaktik Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertiger naturwissenschaftlicher und technischer Ausbildungssysteme. Herr Höfgen, bitteschön, sehe ich Sie jetzt schon oder? Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören. Ich kann Sie hören. Sie können mich nicht sehen? Leider nicht, noch nicht. Oh, das ist schade. Das ist schade, weiß ich auch jetzt gerade nicht, wo wir das einstellen können. Die Kamera ist nicht zu sehen. Leider nicht. Oh, das bitte ich um Entschuldigung. Also einen herzlichen Gruß aus Köln nach Nordmazedonien und Serbien. Im Wesentlichen habe ich eine Präsentation vorbereitet, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ich gehe mal auf die Freigabe des Bildschirms. So, können Sie die Präsentation jetzt sehen? Ja. Prima, vielen Dank. LD Didaktik ist ein Unternehmen der Bildungsindustrie. Wir sind nur für Bildung da und wir sitzen in Köln-Hürth, Deutschland, vertreiben unsere Produkte weltweit. Und das mit 130 Mitarbeitern. Ich schalte mal weiter. Dann sehen wir auch schon den Slogan von LD. Ist das weitergeschaltet? Nein, noch nicht. Aber jetzt sehe ich es. Ja. Bringing the world of science and engineering to life. Daran sehen wir schon die beiden Bereiche, in denen unser Unternehmen tätig ist. Das ist zum einen die Naturwissenschaft und das andere ist die Technik. Über die Naturwissenschaft möchte ich nur kurz vorstellen, die Bereiche, in denen wir arbeiten. Das ist natürlich Physik, Chemie und Biologie. Dafür haben wir unterschiedliche Geräte, unterschiedliche Systeme für Demonstration. Der Lehrer führt etwas vor und aber auch Hands-on-Experimente, in denen der Schüler selber Experimente durchführt und
dadurch eine ganz andere Nähe zu dem Inhalt des Experimentes bekommt und ganz andere Erkenntnisse bekommen kann. Wir haben auch ein eigenes Messsystem hier für CASI, was ein reines didaktisches System ist. Es unterstützt Lehrer und Schüler in der Bildung, um halt das, was in der Theorie besprochen worden ist, dann auch in den praktischen Experimenten wiederzufinden. Das war ein kurzer Ausflug in die Naturwissenschaften, denn im Wesentlichen geht es ja heute um Vocational Training, um Skills und Training. Und da möchte ich Ihnen unsere Produkte vorstellen und natürlich auch Leibold Digital, den neuen Weg der Ausbildung im Tibet. Zunächst mal zur Challenge in Vocational Education. Wir sehen die Schule auf der einen Seite, die Industrie auf der anderen Seite. Man sieht dazwischen die Spalte, die geschlossen werden muss. Und da sind unterschiedliche Studenten in der Schule mit unterschiedlichem Kenntnisstand, mit unterschiedlicher Interesse an MINT und Technologie, wenig oder mehr Praxiserfahrung. Und die digitale Kompetenz läuft häufig in Social Media und Gaming. Und auf der anderen Seite ist die Industrie mit den Erwartungen an die neuen Mitarbeiter eine große Basis an fundamentalen Kenntnissen, an Grundlagenkenntnissen, aber natürlich auch spezielles Wissen für die Tätigkeit des Unternehmens und Sicherheit, Umweltverantwortung und Kompetenzen generell. Das sind diese Gap, die wir da drin haben. Und LD schließt, wir verstehen uns als Brücke über diese Spalte hinweg mit unseren Ausbildungssystemen. Diese Ausbildungssysteme haben wir als strukturiert. Zunächst die Fundamentals of Technology, dann die Prinzipien der Technologie und im weiteren Schritt dann die industrielle Applikation. Also wir führen von den Grundlagen über die Prinzipien hin zur industriellen Anwendung. Und das nicht nur im klassischen Bereich, sondern neu auch jetzt mit den digitalen Ausbildungsmethoden, die wir haben. Und dazu möchte ich Sie gleich noch einladen, einen kurzen Exkurs in unsere Welt von Leibold Digital. Zuvor möchte ich kurz auf ein paar Produkte hinweisen. Hier sehen wir nochmal den Überblick, in welchen Bereichen wir tätig sind. Und hier haben wir die Produkte. Es sind die Fundamentals mit einem klassischen Stecksystem oder aber mit dem Computer-Based Training COM3Lab, das strukturiert ist. Damit werden die Grundlagen gesetzt. Hier kann man sehen, wie Schüler selber ihre Schaltkreise bauen und messen. Und im COM3Lab das geleitete Lernen, Studenten lernen selber. Sie bestimmen das Tempo, mit dem sie den Stoff praktisch bekommen und aber auch dann selber auf den Boards tätig werden müssen und Verkabelungen und Messungen durchführen müssen. Aufgrund der Zeit können wir nur schnell durch unser großes Portfolio gehen. Wir haben noch das Panel-System für die Principals. Hier sehen wir ein Beispiel aus der Regelungstechnik, aber auch elektrische Maschinen, ein wichtiger Bereich. Wie funktionieren elektrische Maschinen? Wie werden sie zusammengebaut und wie ist die unterschiedliche Charakteristik? All diese Themen werden mit unseren Systemen vermittelt. Bis hin zur Automatisierung, sicherlich nah an den Mechatronikern, SPS-Ausbildung mit einer Hardware-Simulation unserer Asima. Ein weiteres Tätigkeitsfeld unseres Unternehmens ist die Kfz-Technik. Hier haben wir umfangreiche Ausbildungssysteme, um die Kfz-Mechatroniker auszubilden. Hier findet natürlich viel mit Fehlersuche statt. Dann komme ich auch schon zum letzten Thema unserer Präsentation von LD Didaktik. Das ist Leibold Digital. Wir sehen hier vier Bestandteile.
das Teaching Equipment, was ich eben nur kurz vorstellen konnte, das Messsystem. Hier ist es jetzt COM3Lab und Cassie, was ich auch kurz in der Slide gezeigt habe. Und zwei neue Felder, zum einen LabDocs. Das sind interaktive Anleitungen, interaktive Aufträge an den Studenten. Früher hat der Lehrer das per Papier übergeben. Wir haben jetzt den Weg, das direkt auf elektronische Geräte zu bringen. Und der Schüler kann das interaktiv ausfüllen. Oder aber nach wie vor als PDF arbeiten, was dann ausgedruckt werden kann. Und das vierte hier ist unsere Online-Plattform LiLab für das Management von Labor und Experimenten in Industrie und natürlich der Bildung. Aber ich möchte Sie einladen, online zu gehen mit mir. Ich habe ein kurzes Experiment Ohm's Law. Da sehen wir das. Ich glaube, jetzt ist auch schon das LiLab-Portal zu sehen. Entschuldigung. Hier waren wir. Das ist also das Portal. Wir sehen, wir handeln mit Experimenten, Geräte, Lizenzen. Ein umfangreiches Hinweis- und Trainingssystem ist mit integriert. Aber ich möchte kurz nach oben suchen. Ohm's Law. Und hier haben wir auch schon das Experiment, was ich Ihnen zeigen möchte. Wir haben also hier eine kurze Beschreibung. Wir haben die Geräte, die mit drin sind, inklusive der Unterstützung für den Schüler, wie die Geräte aussehen. Und hier haben wir jetzt die interaktiven Dokumente. Und hier haben wir was sogar mit Videos. Wir unterscheiden hier zwischen einer Studentenversion und einer Lehrerversion. Die Lehrerversion hat schon die entsprechenden Lösungen enthalten. Und das hier ist die Schülerversion. Die kann ich jetzt teilen über einen QR-Code. Das wäre jetzt machbar. Das finden Sie auch in den Unterlagen. Ich möchte dieses Experiment jetzt aufmachen. Und hier sehen wir also, wie das aussieht. Ich mache es etwas größer. Interessant auch ist die Möglichkeit, das online zu übersetzen. Und hier kann ich jetzt auswählen die unterschiedlichen Sprachen. Ich hatte gesehen, Mazedonisch ist da oder aber auch Serbisch ist da, sodass das also online erfolgen kann. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich lieber mit der englischen Version weiterarbeite. Das ist jetzt ein Aufbau dieses LabDocs. Diese können individuell an die örtlichen Erfordernisse hin angepasst werden. Und es ist ein Multimedia-LabDoc, ein Multimedia-Tool, in dem ich also auch Videos drin habe. Der Schüler kann auch mit Bildern und Videos antworten. Hier kann man jetzt dieses Video starten und ich gehe runter und der Schüler kann nur mal als Beispiel hier direkt die Messwerte dann abtragen. Diese Variante ist entstanden in den Pandemiezeiten für Distance Learning. LabDocs sind aber gemacht vorrangig für den Präsenzunterricht, um dem Schüler ein interaktives Tool zu geben, mit dem er schon vorbereiten kann und dann während des Unterrichts seine Übungen durchführen kann. Interessant auch nochmal, damit komme ich zurück zur Präsentation. Das gesamte Spektrum von LD Didaktik, mit dem wir unsere weltweiten Kunden beraten und konsultieren können. Das bringt mich zum Ende. Schade, dass die Videofunktion nicht funktioniert hat, aber ein herzliches Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit ich gehört habe, werden die Präsentationen ja geteilt. Dann bekommen Sie auch den Kontakt und ich möchte Sie noch einladen zu unseren Webinaren, die wir jede Woche zu unterschiedlichen Themen in der Ausbildung von Naturwissenschaft und Technik machen. Vielen Dank.
Danke, Höfgen. Da hat es doch mit dem Bild geklappt am Ende, vielleicht aber nur mit der letzten Folie. Vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, dann natürlich wieder im Chat. Ansonsten machen wir gleich weiter. Herr Markus Klemmt, sehe ich da schon, Area Sales Director aus dem Unternehmen Lukas Nüller GmbH. Die Lukas Nüller GmbH entwickelt und produziert, glaube ich, seit mehr als 45 Jahren Trainingssysteme für Schlüsseltechnologien, nochmal, wie Elektrotechnik, Elektronik, Automatisierung und so weiter. Herr Klemmt, bitte sehr. Ja, guten Morgen an alle. Vielen Dank auch für die Organisation der AHKs und auch ein herzliches Willkommen nach Serbien und nach Nordmazedonien. Jetzt dürfte ich Marina bitten, meine Präsentation zu starten. Ja, noch mit F5, genau, oder da. Ja, ich habe die Präsentation heute mal unter diese Worte gestellt, Excellence in Technology and Training Solutions, Didactical and Distance Learning. Das sind die Schlagworte, die tagtäglich gebraucht werden. Aber letztendlich ist irgendwann auch die Pandemiezeit vorbei und der Schüler oder Student muss natürlich wieder an die Geräte im Labor oder auch in der Werkstatt oder wo auch immer. Weil wir haben ja auch schon mal von einigen Vorrednern gehört, Hands-on-Training ist sicherlich wichtig, digitales Training ist auch wichtig, Theorie ist sehr wichtig, also es macht immer eine Mischung aus all diesen verschiedenen Punkten. Jetzt noch zwei Worte zur Firma Lukas Nüller. Unser Unternehmen ist mehr als 45 Jahre alt, nahezu 50 Jahre alt. So lange beschäftigt sich das Unternehmen mit Training, Entwicklung von Trainingsequipment. Und wir sind in der Nähe von Köln ansässig, in Kerpen. Wir hatten auch schon mal eine Delegation hier aus Nordmazedonien bei uns im Unternehmen. Und das war vor 2-3 Jahren und die waren also auch begeistert. Generell sind wir unterwegs in ungefähr 150 Ländern dieser Erde und natürlich auch in Serbien und Nordmazedonien. Haben wir einen lokalen Partner auch, der unsere Produkte vertreibt. Einige unserer jetzigen Zuhörer kennen mich wahrscheinlich auch persönlich. Hat sich dann ergeben im Laufe der Zeit und kennen natürlich das Unternehmen Lukas Nüller. Dürfte ich die nächste Seite bitten? Dieses Training an sich findet nicht nur in Berufsschulen statt. Wir haben es auch eben schon mal gehört von einigen anderen Vorrednern. Wir haben das Training einmal natürlich in der Berufsschule oder der Universität. Wir haben natürlich auch viele andere Organisationen, die sich mit Training beschäftigen, wie zum Beispiel die Industrie an sich, sich selbst. Das Militär macht auch teilweise Training oder auch übergeordnete Organisationen. Und dieses Training bezieht sich nicht nur auf wirklich eine Berufsschultraining. Wie wir wissen, ist auch speziell in dieser Region der Erde, also im Westbalkan, ist es auch immer wichtig, eine Art Fortbildung anzubieten. Also nicht nur Training von A bis Z, sondern auch eine Fortbildung, die schon irgendwo auf höherem Niveau einsetzt. Nächste Folie bitte. So, wo sind wir aktiv als Firma Lukas Nüller? Wir können sagen, überall da, wo wir einen Stecker haben, ein Kabel haben, wo es um Spannung und Strom geht. Ich werde jetzt mal einige von diesen Feldern hier rausnehmen, wie zum Beispiel ganz wichtige Felder sind die Automatisierungstechnik, die wir auch in einem der Beiträge gehört haben. Die Firmen suchen nach Automatisierungstechnikern und Mechatronikern. Das ist sicherlich ein wichtiges Feld, aber um das Feld zu bedienen, muss natürlich der Auszubildende auch viele Kenntnisse haben zum Thema elektrische Maschinen, zum Thema Digitaltechnik, zum Thema Programmierung, Hydraulik, Pneumatik und so weiter. Ein weiteres wichtiges Feld sicherlich ist der Automotive-Bereich oder der Kfz-Bereich. Überall fahren die Fahrzeuge. Ich habe schon mal die Aussage gehört, in Deutschland sind die Autos viel, viel besser als in Serbien. Das stimmt nicht, denn es gibt auch Elektrofahrzeuge in Serbien oder auch in Nordmazedonien und die brauchen den gleichen qualifizierten Auszubildenden oder auch nachher Kfz-Mechaniker
wie hier in Deutschland auch. Also das Niveau muss das gleiche sein letztendlich. Und dementsprechend muss auch das Trainingsequipment ähnlich sein und auch die Ausbildungen ähnlich gut. Sonst fährt auch kein Hybridfahrzeug oder auch Elektrofahrzeug in Nordmazedonien und in Serbien. Das ist einfach so. Ja, es gibt noch viele andere Bereiche, zum Beispiel das Prozesstechnik oder Process and Chemical Engineering. Aber ich habe gleich auch noch meinen Nachredner, der Herr Filzhofer von der Firma Gund, die sind da eher spezialisiert drauf. Und wir konzentrieren uns viel, viel mehr auf den Bereich Elektrotechnik und Elektronik. Dürfte ich die nächste Seite mal bitten? Ja, hier nochmal ein bisschen zu dem gesamten Thema Hands-on-Skills. Hands-on-Skills setzt sich natürlich zusammen aus verschiedenen Einzelrädchen, wie man es hier so schön sieht. Das ganze Getriebe muss ineinander greifen. Und da haben wir als erstes oben mal die Theorie und das E-Learning. E-Learning gibt es natürlich auf verschiedene Art und Weise als Distance Learning oder auch mit einer Software. Dann sieht man unten im unteren Bereich Praxistraining. Praxistraining heißt nicht nur, dass man mit ölverschmierten Händen in der Kfz-Werkstatt steht. Praxistraining kann natürlich auch sein, mit dem Voltmeter in einem Klassenraum Messübungen zu machen. Das wird sich auch im Laufe der Zeit ändern in die Richtung. Und dann natürlich der dritte Punkt auf der linken Seite, die reelle Industrie. Natürlich muss ein Auszubildender oder auch einer, der eine Weiterbildung macht, auch in ein Industrieunternehmen mit eingegliedert werden und dort seine Erfahrungen machen. Weil im Klassenraum ist alles schön und sauber, im Labor auch. In der Industrie geht es manchmal etwas anders zu, aber letztendlich funktionieren die Prozesse ähnlich. Und der Auszubildende oder der Student kann das dann transferieren, das Wissen, was er dann gelernt hat. Darf ich die nächste Seite bitten? So, auf der nächsten Seite sieht man mal ein Trainingsequipment, gibt es in Serbien und Nordmazedonien auch. Links das sogenannte Unitrain, das ist eine digitale Lernplattform, wo wir verschiedenste Kurse haben, ca. 200 verschiedene Kurse zu verschiedenen Themengebieten, weil man die Lerneinheiten auf ein vernünftiges und überschaubares Spektrum reduzieren muss, damit der Auszubildende auch dann das Interesse nicht verliert an der Stelle. Wichtig ist auch noch zu sagen, man darf ihn nicht überfordern, indem man 1000 Dinge auf einmal erklärt, sondern Schritt für Schritt ihm was beibringt. Und rechts nochmal so ein bisschen das Zahnrad, das eigentlich alles ineinander greifen muss. Es muss also ein Konzept da sein. Nur einfach ein Gerät hinstellen und machen ist nicht so gut, ist nicht empfehlenswert. Und deshalb dürfte ich um die nächste Seite bitten. Ja, danke. Hier sieht man mal so ein Konzept. Das heißt, auf der linken Seite sieht man den Bildungsniveau oder Level of Knowledge. Und auf der rechten Seite hat man so ein bisschen die Zeitachse. Man sieht als erstes das fundamentale Training, kleine Trainingseinheiten für überschaubare Themengebiete. Der zweite Schritt ist dann ein Systemverständnis. Das Systemverständnis bekommt man, indem man halt viele kleine fundamentalen Dinge zusammenbaut und hat dann eine geschlossene Einheit. Die geschlossene Einheit kann aus zwei oder drei Spezialgebieten bestehen oder auch aus komplexen, wenn wir über 6, 7, 8 Spezialgebiete reden. Und dann natürlich im dritten Schritt oder auch parallel ist dann diese praktische Training in der Firma, im Unternehmen oder wo auch immer. Also man kann das dann transferieren oder der Student oder Auszubildende kann das dann transferieren in die nächste Stufe. So, dürfte ich um die nächste Seite bitten? Ja, und wir haben das mal als auch Lukas Nüller Konzept bezeichnet hier, wenn wir hier diesen idealen quasi Klassenraum sehen. Der ideale Klassenraum besteht natürlich in der Mitte aus kleinen Lerneinheiten, die wir da sehen, wo dann Grundlagen geschult werden. Grundlagen geschult werden, meistens dann so eine Art Paralleltraining, also jeder Student oder jeder Auszubildende macht das Gleiche, um die Fundamente zu legen für die Zukunft. Und im zweiten Schritt, wie wir auch eben auf dem Bild vorher gesehen hatten,
geht der Student dann oder Auszubildende dann an die Einzelstände, die dann etwas komplexer sind, die dann auch schon ein ganzes Stück weit industrienah sind und macht dann Einzelexperimente, bis er dann letztendlich dann auch mit dem Wissen, was er hier gelernt hat, theoretisch und natürlich auch sehr viel praktisch schon, dann ins Unternehmen mitgeht. Das kann natürlich, wie ich eben schon sagte, auch parallel passieren. So, die nächste Seite bitte. So, ganz wichtig ist, was wir vergessen in unserem Alter, wir haben, also ich bin auch schon über 50, diese ganzen Trainings, das ganze Trainingsequipment, was wir hier haben, muss nicht mir gefallen oder meiner Generation, die schon über 50 Jahre alt ist, oder auch den Lehrern. Es muss den Auszubildenden und Studenten gefallen. Das ist ganz wichtig. Die Auszubildenden und Studenten müssen Spaß dran haben, mit den Geräten zu arbeiten, um auch zu sagen, mit den Geräten manchmal auch zu spielen. Und dann besteht keine Hürde mehr, das Lernen irgendwo spielerisch auch zu erfahren. So, das ist einfach mal so ein bisschen das Fazit. Wir haben jetzt noch drei Seiten. Also die erste Seite, wo ich einfach mal drei Beispiele zeigen möchte, was es so für Trainingsequipment gibt. Teilweise gibt es das auch schon in Serbien und Nordmazedonien an den einen oder anderen Universität oder Berufsschule. Hier sehen wir zum Beispiel mal eine Photovoltaikanlage, wo wir die komplette Photovoltaikanlage simulieren können, wo reelle Messungen gemacht werden und letztendlich dann der Schüler und Student auch mit der Software, die man links auf dem Bildschirm sieht, alle Experimente macht und die dann auch in die Wirklichkeit transferieren kann. Nächste Bild bitte. So, hier auch das zweite Thema ist aus dem Bereich erneuerbaren Energien. Hier haben wir eine Windmühle, die man auch draußen ausstellen kann und die auch exakt das nachbildet, was die Wirklichkeit hat. Wir haben also tatsächlich reelle Werte aus einer richtigen Windmühle hier im System drin und können also vieles nachstellen, können ein Windprofil nachstellen. Das Thema Energietechnik oder das Thema Energie an sich ist auch wahrscheinlich in der Westbalkanregion in den kommenden Jahren ein ganz großes Thema. Je mehr Industrialisierung, je mehr Energieverbrauch und dieser mehr Energieverbrauch oder auch teilweise der aktuelle Energieverbrauch wird wahrscheinlich dann auch durch Photovoltaik und durch Windenergie ersetzt. Und jetzt bitte ich noch um die nächste Folie. So, hier wird es schon ein bisschen komplexer. Sieht man auch so ein bisschen. Das ist ein Wasserkraftwerk. Das Thema ist auch in dieser Region sicherlich interessant. Und wir können mit diesem modularen System, was Sie hier sehen, ganz komplexe oder auch ganz simple Vorgänge erstellen und erzeugen und auch dann trainieren, sodass das Niveau der Schulung vom Lehrer mit unseren Geräten halt immer sehr individuell ist und auch der Klasse oder der Gruppe angepasst ist. Also von relativ einfachen Vorgängen und Lerninhalten bis sehr komplexen Lerninhalten. Da ist die Flexibilität, wie gesagt, von der ersten Stunde in der Berufsschule bis zum Master in der Universität ist gewährleistet und auch nutzbar. Gut, jetzt die letzte Folie. Knowledge is the Power of Tomorrow. Das ist es auf jeden Fall so. Je mehr Wissen vorhanden ist in einem Land, technisches Wissen vor allem, dann je mehr kann ein Land auch wachsen. Also es gibt ein Memorandum von der UNESCO, das hat ganz viele, ich glaube 16 Paragraphen oder 16 Ziele formuliert und ganz oft reduziert, wenn man das reduziert, kommt man zum Thema Wasserwirtschaft, man kommt zum Thema Energie, man kommt zum Thema Bildung, man kommt zu dem Thema Mobilität und diese ganzen Lerninhalte finden sich im Grunde genommen in jedem Land wieder. Ja, jetzt darf ich Sie noch einladen, wenn Sie, noch die Folie möchte ich noch zeigen kurz. Also wenn Sie Interesse haben, können Sie uns gerne kontaktieren über die Lukas Nüller Homepage
oder auch direkt in dem, ja, sieht man links unten meine Kontaktdaten. Das, da würde ich Sie gerne zu einladen. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch gutes Gelingen heute. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Klemmt. Genau, Sie können Herr Klemmt gerne kontaktieren, auch im Nachhinein, nicht nur heute. Wir werden Ihnen die Kontaktdaten zur Verfügung stellen. Unser ersten Block wird das Unternehmen Gund Gerätebau beenden. Und zwar Herr Andreas Volshöfer, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ich sehe ihn bereits, das Unternehmen produziert Lehrsysteme für die technische Ausbildung und das Geräteprogramm umfasst mehr als 1.000 Systeme, wenn ich das richtig notiert habe. Herr Volshöfer, bitteschön. Auch einen schönen guten Tag von meiner Seite. Die Präsentation, wenn die gestartet ist, würde ich gerne einmal den Einblick oder den Überblick über unsere Firma geben. Equipment for Engineering Education. Die Firma ist seit auch über 40 Jahren im Geschäft. Wir sind nach wie vor ein familiengeführtes Unternehmen und mit dem Sitz in Hamburg, also Weltstadt Hamburg, schön zum Hinkommen. Hier sieht man einmal das Firmengebäude mit der Produktionshalle. Die nächste Folie bitte. Ja, wie die ganzen Kollegen hier auch, sind wir im Bereich der Ausbildung tätig. Wir stellen tatsächlich die kompletten Geräte bei uns her, angefangen von dem Kundenbedarf, von der Forschung, bis hin zum Verpacken. Die nächsten Folien, wenn wir die in einer schönen Geschwindigkeit durchgehen, können wir einmal den Blick in die Firma werfen. Einmal weiter, bitte. Wie gesagt, wir kriegen das Rohmaterial, Rohre, Metallbleche, das komplette Rohmaterial wird bei uns zwischengelagert. Weiter. Die nächsten Schritte sind dann das Schweißen, Oberflächenbehandlung. Wie Sie hier sehen, Edelstahl. Weiter bitte. Wir haben einen Maschinenpark mit CNC-Maschinen diverser Größe, um Prototype herzustellen, um Kleinteile herzustellen. Wir verlassen uns da so gut wie gar nicht auf irgendwelche vorgefertigten Teile. Wir fertigen tatsächlich komplett selber bei uns in der Firma. Weiter bitte. Hier sieht man die Produktionshalle. Auf der linken Seite ist die mechanische und auf der rechten Seite die elektrische Montage. Die ganze Verkabelung, alles, was elektrisch geprüft werden muss, die ganze mechanische Schweißen, Löten, Schrauben, Kleben, wird alles in der Halle gemacht. Ja, ich bin's, Markus. Hallo. Hat sie mal angerufen? Dann die nächste Folie, bitte. Abgenommen, draufgelegt. Herr Klemmt, bitte nur das Mikro aus. Ja, genau. Ich habe mich gerade in dem Moment, habe ich hier meinen Vortrag gehalten. Für, oder jemand aus der Regie, bitte. Marina Dragana. Wir haben die ganzen Schematas, die ganze Gerätebezeichnung über UV-Printing. Das Telefon ruft keiner an. Markus. Ja, du bist wieder da, ne? Ja, schön. Egal. Wir beschriften das alles so, dass es langlebig ist, gerade für den Schülerbedarf, da drauf für das geguckt. Nutzen der Schüler. Nächste Folie, bitte. Das heißt? Einer der letzten Schritte ist natürlich das Testen und Prüfen der Geräte. Wir prüfen nach den jeweiligen Länderspannungen, sprich in den USA, oder in Australien, England, überall, wo es andere Spannungen gibt, haben wir die zur Verfügung. Es sind alles Geräte, die
geprüft und zertifiziert sind, gehen bei uns dann nach dem Verpacken auf die dementsprechenden Lieferwege. Nächste Folie. Das ist das alles, was wir an Lager haben. Das ist sehr überschaubar, das ist sehr begrenzt. Wir stellen keine Massenware her. Wir stellen kundenspezifische Geräte dar. Und deswegen haben wir auch keine große Lagerhaltung. Weiter. Verpackung wird individuell hergestellt. Die Geräte sind alle unterschiedlich. Die Voraussetzung, wohin geschickt wird, ist unterschiedlich. Eine Lieferung nach Serbien oder Nordmazedonien, einfache, stabile Kartonverpackung, kommt gut an und ohne irgendwelche Transportschäden, da sind wir sehr erfahren drin. Weiter bitte. Als letzten Punkt in der Bilderserie ist unsere Gund Technical Academy, unser Ausbildungszentrum und Showroom, wo wir viele Demo-Geräte zu Präsentationszwecken haben, wo wir viele Geräte haben, um Online-Schulungen zu machen, um Vorort-Schulungen zu machen oder durchzuführen, zu geben. Wir haben das Fachpersonal hier und die gleichen Leute, die die Schulungen in unserer Gund Academy machen, sind unsere Service-Ingenieure, die auch weltweit unterwegs sind, um unsere Geräte bei Bedarf in Betrieb zu nehmen. Ganz viele Geräte sind selbsterklärend und benötigen keiner großartigen Installation. Weiter. Wir haben auch schon weltweit unsere Geräte verkauft. Wir haben über 8000 Kunden in diversen Ländern. Und unter anderem in Serbien und Nordmazedonien haben wir einen lokalen Vertreter, die Firma Flux. Und die sind in einer sehr guten Kooperation, mehrere Jahre schon und auch relativ erfolgreich, wobei wir das natürlich noch weiter ausbauen wollen. Weiter bitte. Wir haben über 1000 Versuche, über 700 unterschiedliche Geräte angefangen für die Berufsausbildung und dann der ganze Weg, ähnlich wie mein Vorredner Markus Klemmt von Lukas Nülle, da auch bis hin zum Universitätsbereich, auch das Militär bildet aus, auch da können wir unterstützen, auch direkt in der Industrie, in der Automobiltechnologie und Ähnlichem. Weiter. Geräte herstellen, Geräte verkaufen, das ist nur eine Kompetenz von vielen, die wir haben. Wir unterstützen natürlich auch bei der Beratung und bei dem Design diverser Labore, auch in 3D-Grafiken. Wir übernehmen auch Installation und Training vor Ort, wie auch in der Akademie bei uns. Wir unterstützen in Ausbildung der Ausbilder, also Teaching Teachers, und den machen wir. Wir schreiben unsere Anleitungen in Minimum 4 Sprachen. Bei uns im Haus, es sind Arbeitsbögen dabei, es sind Lehrerarbeitsbögen dabei. Und was bei uns immer dabei ist, sofern es technisch sinnvoll ist, ist eine Softwareunterstützung oder eine Softwarebedienung. Alles ohne zusätzliche Lizenzkosten, alles im Preis, so wie er dann angefragt wird. Weiter bitte. Einmal ganz grob, was haben wir für unterschiedliche Geräte? Wir versuchen, unsere Geräte mobil zu halten. Laborplatz ist rar. Labore müssen geteilt werden. Unsere Geräte versuchen wir mobil zu behalten. Entweder tragbar als Tischgerät oder rollbar auf Rädern, ohne großartige Installation, Strom, Wasser, Druckluft, dementsprechend wie die Geräte aufgebaut sind, kann man 2 bis 6 Schüler daran ausbilden, hands-on, die Schüler sollen ihre eigenen Erfahrungen sammeln.
Nächste Seite. Modular bleiben. Modular ist flexibel. Grundgeräte, Grundausstattungen und dann mit unterschiedlichen Versuchen. Das ist das, wo wir versuchen, die Flexibilität der Lehrer wiederzuspiegeln und auch den Bedarf so präzise wie möglich zu gestalten. Weiter. Wir fangen natürlich auch mit dem Gehen an, bevor wir den Marathon laufen wollen. Die ersten Schritte, Grundlagenausbildung, einfache Geräte, einfache Ausbildung. Und umso weiter die Ausbildung geht, umso komplexer werden die Systeme, umso komplexer werden die Versuche. Wir versuchen, Industriegeräte, Industriekomponenten zu nutzen, damit eine Reproduzierbarkeit der Ausbildung in der Industrie, in dem Handwerk da ist. Industrie 4.0, wie Sie auf der rechten Seite sehen können, es ist ganz häufig netzwerkfähig, E-Learning-fähig, Remote Access, also Stand der Technik, das, was in der Industrie oder jetzt aktuell durch die Pandemie gefordert ist, haben wir umgesetzt und wollen das auch immer weiter ausführen. Weiter. Ja, wir haben ein didaktisches Konzept gerade für die Pandemie erzeugt oder uns überlegt. Einfach mal weiterklicken. Einmal das Lernen oder das Erlangen von theoretischem Wissen. Im zweiten Schritt das Vorbereiten von Versuchen, das Einlesen in Anleitungen, kann man alles überall auf der Welt machen. Über Remote oder Praxis direkt körperlich die Versuche zu fahren. Hands-on, dann den Datenexport. Einer kommt noch. Der Datenexport und dann wiederum kann man die ganze Auswertung und die Gruppenarbeit wieder zu Hause oder in einem anderen Klassenraum machen, so dass man die Geräte sehr häufig und sehr vielfältig nutzen kann. Nächste Folie. Wir bieten E-Learning-Kurse und Online-Kurse an. Diese Online-Kurse ist Wissensvermittlung über diverse Medien, Wikipedia, YouTube, andere Universitätsseiten. Das ist alles frei zugänglich auf unserer Webseite und die E-Learning-Kurse sind themenbezogen, auch kostenfrei verfügbar auf unserer Webseite. Ist eine wachsende Anzahl an Kursen und Wissen, was wir da zur Verfügung stellen wollen. Weiter. Einmal die Produktpalette, die wir abdecken, um es einmal abzukürzen, das, was Lukas Nülle mit Elektrotechnik kann, können wir nicht ganz so gut wie Lukas Nülle. Dafür decken wir im Prinzip den ganzen anderen Teil ab, angefangen von technisch Zeichnen hoch bis zu erneuerbaren Energien, Prozesstechnik, Mechatronik, alles, was man hier finden kann. Die Suchfunktion auf unserer Webseite ist sehr, sehr gut. Mit präzisen Suchwörtern findet man auch präzise Vorschläge und Videos, Übersichtsseiten und Wissensseiten allgemein. Weiter. Auf der Webseite findet man zusätzlich neben diesen Online-Kursen Poster, Videos, wie ich schon angesprochen habe. Also unsere Webseite ist gespickt mit Informationen und Übersichten. Und das ist eine Riesenmenge an Informationen, die man da finden kann. Einmal www.gund.de, unsere Webseite. Und wir haben einen YouTube-Kanal, wo wir ganz aktuell immer wieder neue Videos, Produktvideos, Erklärvideos über unsere einzelnen Geräte, über Gerätegruppen oder über neue didaktische Konzepte, wie jetzt ganz aktuell für die Metall- und Elektroberufe online stellen, ist immer wieder sehenswert, ist immer wieder interessant. Und auf der letzten Seite sind einmal die Kontaktdaten von mir. Nächste Seite.
telefonisch, per E-Mail, über unsere Webseite kann man uns erreichen, kann man mich erreichen oder bei einem direkten Besuch in Serbien, Nordmazedonien oder sehr gerne auch hier bei uns in der Firma, in der Akademie, können wir uns gerne treffen und dann alles weiter besprechen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und noch eine gute weitere Präsentation und Konferenz. Vielen Dank, Herr Wilshöfer. Ich warte noch kurz, ob es noch welche Fragen gibt. Anscheinend keine weiteren Fragen für die Unternehmen aus dem ersten Block. Wenn es auch so bleibt, dann ermutige ich Sie trotzdem, uns oder die Vertreter der Unternehmen direkt zu kontaktieren im Nachhinein der Konferenz. Ich schlage vor, dass wir jetzt diese Pause machen. Hat sich ein bisschen verzögert. Ich hoffe, Sie nehmen uns das nicht übel. Wir machen jetzt eine kurze Pause vor dem zweiten Block. Ich schlage vor, bis 11.50 Uhr. Bis 11.50 Uhr, dann machen wir direkt weiter. Wir haben noch ein paar interessante Unternehmen, bleiben Sie dabei. Wir haben noch das Unternehmen Klett Edu, FU Baubildung Sachsen, Festo, Akademie Vocational Winkels, also wirklich interessante Vorträge noch vor uns. Also wir sehen uns wieder hier um 11.50 Uhr. Punkt. Danke.
Ja, es ist Punkt 11.50 Uhr. Ich würde sagen, wir beginnen gleich weiter oder machen gleich weiter. Und ich möchte Sie dann somit zum zweiten Block unserer heutigen Konferenz willkommen heißen. Und möchte gerne meine liebe Kollegin Frau Christiane Voigt ankündigen. Sie ist zuständig für die duale Berufsbildung in der AHK Serbien. Und sie wird uns einen Überblick über den Stand und die Ausgangslage der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Serbien geben. Christiane, bitteschön. Ja, guten Tag erstmal an alle. Ich freue mich, dass wir hier so zahlreich zusammen sind, auch in Kooperation mit der AHK Nordmazedonien. Ich schere mal meinen Bildschirm. Hoffe, das funktioniert hier. Können Sie das sehen? Perfekt. Okay. Also, ich möchte nochmal eingehen auf die Ausgangslage oder den aktuellen Stand hier in Serbien. Und dabei möchte ich nochmal betonen, dass wir zwischen Serbien und Mazedonien stark unterscheiden müssen. Also das ist wahrscheinlich generell so auf dem Balkan. Die Länder sind enorm unterschiedlich, sehr diverse. Und so haben wir hier auch eine andere, komplett andere Situation als in Serbien, als in Nordmazedonien. Serbien hat Ende 2019 mit großer Unterstützung der AHK, vor allen Dingen meines Vorgängers Oliver Herlem und auch meiner Mitarbeiterin, zusammen mit der GIZ und der PKS, das ist die lokale Kammer, Wirtschaftskammer hier in Serbien, ein neues Bildungsgesetz zur beruflichen Bildung, nämlich zur dualen beruflichen Bildung, auf den Weg bringen können, mit allen kompletten Regelwerken, Vorschriften und so weiter zur Akkreditierung, all das, was man zur Implementierung eines dualen Berufsbildungssystems benötigt. Das Ganze ist verankert vor allen Dingen in der lokalen Wirtschaftskammer, abgekürzt hier in Serbien PKS, und wird auch durch diese maßgeblich implementiert. Dabei muss man vielleicht auch wissen, dass eine Pflichtmitgliedschaft aller Unternehmen hier in Serbien bei der PKS besteht, also ähnlich wie bei den IHKs in Deutschland. Das heißt, die Reichweite ist damit abgedeckt, komplett in der Wirtschaft. Wir sehen also hier auf der Folie das Bildungssystem. Ich will da nicht zu detailliert drauf eingehen, aber was wir hier sehen, was ich gehighlightet habe in Blau, ist das, was uns im beruflichen Bildungssystem betrifft. Das heißt, der Schüler, der also in eine berufliche Ausbildung gehen wird, sich entscheidet, wird dies tun innerhalb einer Mittelschule. Und da gibt es zwei Wege, einmal eine dreijährige oder eine vierjährige Ausbildung. Und er ist also angemeldet Teil der Schule und innerhalb dieses Schulsystems absolviert er entweder eine hoffentlich duale Ausbildung oder eine konventionelle Berufsausbildung. Das heißt, wir haben immer noch in Serbien das Gesetz, wie ich bereits erwähnte, wurde 2019 verabschiedet. Seitdem läuft ein ganz starker, sehr ambitionierter Implementierungsprozess aller beteiligten Institutionen, staatlichen Institutionen, aber auch internationaler Organisationen und Donor, wie zum Beispiel der deutschen GIZ oder der österreichischen Wirtschaftskammer oder auch der Schweizer. Wir versuchen das zu harmonisieren, unsere Aktivitäten, und das möglichst zügig zu implementieren. Das heißt, wir haben immer noch ein Parallelsystem zwischen dualisierten Ausbildungsgängen und nicht dualisierten Ausbildungsgängen. Wir sehen dann hier oben weiter ein Postsekundar- und Tertiärbereich. Das heißt, dieses System der Berufsausbildung hier ist durchlässig. Man kann also mit speziellen Abschlussprüfungen auch aus der dreijährigen Berufsschulausbildung in eine höhere Berufsschule kommen, beziehungsweise nach der vierjährigen auch eine Universität oder eine Hochschule besuchen. Das ist relativ, entweder unbekannt oder nicht so beliebt. Die meisten Schüler
möglicherweise stark, stark auch beeinflusst oder beraten durch ihre Eltern, visieren also hier in Serbien das Gymnasium an, den Besuch des Gymnasiums. Und daher haben wir eigentlich schon innerhalb dieser Mittelschulen ein Defizit an Auszubildenden, die normalerweise hier jetzt auch in Serbien bei der Umstellung auf die starke Industrialisierung gebraucht werden. Wir sehen also hier nochmal, die Zahlen der Berufsschulen ist relativ groß. Wir haben 30 verschiedene Regionen in dem relativ kleinen Land von knapp 7 Millionen Einwohnern. Und wir sehen auch hier, wie sich die aufteilen. Man sieht also hier, dass die Berufsschulen doch die Mehrheit darstellen. Aber was wir auch haben, wir haben sehr starke regionale Unterschiede. Ich will da auch noch mal drauf eingehen, warum das so ist. Also wir sehen hier eine große Anzahl im Norden des Landes, genannt Vojvodina, der Bereich. Da haben wir eine stärkere Industrialisierung. Wir haben natürlich Belgrad als Zentrum, ist klar, ist das pulsierende Zentrum des Landes. Und je weiter südlich wir kommen, desto mehr nehmen die Zahlen ab. Und wir haben dann auch weniger größere Unternehmen, weniger Industrie, was sich im Moment, so wie es uns scheint, auch ändern wird. Da ist eine gewisse Dynamik zu sehen, dass mehr und mehr internationale Investoren sich auch in südlicheren Regionen des Landes ansiedeln werden. Das heißt also, die Bedarfe sind erstmal groß. Also darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Wir sehen im Moment eine große Nachfrage Serbien als zukünftiger Standort für die Industrie, für internationale Investoren. Im Moment, klar, als AHK repräsentieren wir hier die deutsche Industrie. Wir haben vor allen Dingen natürlich dadurch die Anfragen, den Überblick der Anfragen der deutschen Industrie hier in Serbien. Und so, was ich von meinen langjährigen Kollegen hörte, die also langjährige Zeit hier an der AHK sind, es gab wohl nie so eine starke Nachfrage nach dem Standort Serbien, wie wir den jetzt haben. Das heißt, diese Unternehmen, die sich neu ansiedeln, gehen natürlich davon aus, dass entweder dass sie dual ausgebildete Fachkräfte bekommen oder qualifizieren können. Ich gehe mal weiter. Ich bin schon darauf eingegangen, auf die duale Berufsausbildung. Was ganz neu ist in diesem Jahr, was startet, ist das duale Studium. Es gab also Ende 2019 auch eine Verabschiedung eines Gesetzes zum dualen Studium. Hier in Serbien wird das zum ersten Mal in, ich glaube, 4 oder 5 Studiengängen stattfinden ab Oktober. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit und auch große Bedarfe an dualer Qualifizierung. Aufgrund dessen, dass sich natürlich auch ansässige Unternehmen umstrukturieren, dass sie sich erweitern, dass höhere Anforderungen benötigt werden aufgrund der Fertigungstiefe, aufgrund der Digitalisierung auch in den Unternehmen. Was wir sehen, ist also der absolute Bedarf einer engen Kooperation zwischen den Unternehmen und den Schulen, vor allen Dingen den Mittelschulen. Und hier muss sich also viel mehr eine Bedarfsorientierung herauskristallisieren. Das heißt also, auch die Lehrer müssen qualifiziert werden. Die innerbetrieblichen Ausbilder sind teilweise nicht vorhanden oder nicht auf dem Stand, beziehungsweise für kleinere Unternehmen ist es sehr schwierig, jemanden abzustellen, ausschließlich als innerbetrieblicher Ausbilder zu arbeiten. Ich denke, da müssen sich auch viel mehr so eine Art Konsortium, Gruppen bilden von Unternehmen, dass sie gegenseitig sich unterstützen, dementsprechend der Region. Die Implementierungspartner sehen wir hier nochmal, die PKS als wesentlicher lokaler Partner, also die Wirtschaftskammer. Dann gibt es also die Donor-Institutionen, hier vor allen Dingen zu nennen die GIZ, dann ADA, der Österreicher, und SDC
von den Schweizern. Es gibt demzufolge auch noch weitere bilaterale Wirtschaftskammern, die in diesem ganzen Ausbildung, Weiterbildungssektor aktiv sind. So, wir haben dann also das Gesetz von 2019 mit sämtlichen Regelwerk in Serbien. Das heißt also, ADA-Ausbildung, TOTs, all das wird wesentlich implementiert durch die Wirtschaftskammer, serbische Wirtschaftskammer und nicht durch uns als AHK. Das wird im Großen und Ganzen auch kostenfrei angeboten für die Arbeitgeber. Was jetzt erfolgt ist durch diese Pandemie, die hier natürlich auch Serbien sehr stark getroffen hat, das Wirtschaftsministerium und auch die Regierung und das Bildungsministerium haben relativ zügig reagiert und haben also auch Ausnahmeregelungen geschaffen, um Online-Unterricht oder Hybridunterricht einzuführen. Und ich denke, das ist auch eine Möglichkeit für die Zukunft, mehr auf Distance Learning einzugehen. Wie wir vorher in der Folie schon gesehen haben, diese regionalen Unterschiede im Land führen eben auch dazu, zu einer Schwierigkeit, wirklich vor Ort bedarfsorientiert auszubilden, weil die Schüler noch 15 Jahre sind, wenn sie die Ausbildung beginnen und demzufolge nicht in eine andere Stadt gehen können, sondern nach wie vor noch bei ihren Eltern wohnen und dann somit an die Region gebunden sind. Wir haben, was wir hier beobachten in Serbien, ist, ich nenne es mal eine Transformationsphase. Das heißt also, wir sehen, dass die Regierung, auch das Wirtschaftsministerium, Bildungsministerium sehr stark die Industrialisierung forcieren und unterstützen. Es gibt ganz, ganz viele Maßnahmen, viele Förderungsprojekte, viele Anstrengungen, auch Anstrengungen, diese duale Ausbildung weiter durchzusetzen, weiter umzusetzen, zu verbessern. Es gibt im Moment in diesem Jahr, nachdem es 2 Jahre eingeführt wurde, ein Monitoring unterstützt durch die Schweizer, wo auch alle Maßnahmen nochmal evaluiert werden, wo man schaut, wie kann man das noch besser anpassen, was hat man erreicht, wie kann man industrieorientierter arbeiten. Aber es gibt eben hier, ich habe das in Grau markiert, einen riesigen Bedarf an der Verbesserung der technischen Ausstattung der Schulen, der Ausbildung der Lehrer, der Dozenten, an didaktischen Wissen, an didaktischen Kenntnissen, Lernmaterialien, aber auch an der Verbesserung der Curricula, die noch industrienah umgesetzt werden müssen. Und es gibt natürlich auch diese Trainingsbereiche in den Unternehmen, sind teilweise nicht vorhanden, beziehungsweise Unternehmen, die noch nicht so lange warten konnten, ehe sich das alles landesweit etabliert hat. Größere Unternehmen haben dann eigene Trainingscenter geschaffen, zum Beispiel wie die Firma Bosch aus Deutschland. Weiterhin, was wir weiterhin sehen, ist, Industrie 4.0 macht auch nicht Halt hier in Serbien. Das ist ein großes Thema, das muss auch in der Aus- und Weiterbildung eingeführt und umgesetzt werden. Gleichzeitig hat zum Glück jetzt auch die serbische Regierung, ich glaube im Mai, ein Abkommen geschlossen zum Green Deal. Das heißt also, im Land wird per Gesetz, per Regelung umgesetzt, Kreislaufwirtschaft, Energiemanagement, Ressourcenmanagement. Was wir dann natürlich auch sehen, ist, wir müssen das in die Bildung, besonders in die Berufsausbildung implementieren. Da werden sich neue Bedarfe auftun. Das heißt also nicht nur in den Curricula, ich denke auch vor allen Dingen in praktischen Skills. Wie führt man sowas ein? Wie bildet man die bereits vorhandenen Lehrer aus? Wie qualifiziert man innerbetriebliche Ausbilder und so weiter? Soziale Komponenten, zum Beispiel Teambuilding, Skills. Ich denke, da ist auch noch ein großer Bereich, wo man ansetzen kann, wo Entwicklungsbedarf und auch Ausbildungsbedarf ist. Auch diese Bereiche Arbeitsorganisation und Management, was in Deutschland schon weitestgehend in den Unternehmen umgesetzt ist, ist hier aber noch nicht, ich würde mal sagen, nicht der übliche Bestandteil der Ausbildung. Und da ist auf jeden Fall Bedarf,
einhergehend auch mit der Einführung von Industrie 4.0. Weiterhin, wo ich auch oder wir Bedarf sehen, ist zur Förderung von Selbststudium, Lernbefähigung, auch eigenständige Projektarbeit. Ich denke, da muss man nochmal, was die Didaktik angeht, handlungsorientiertes Lernen viel mehr fokussieren, viel mehr fördern, auch die Lehrer weiterqualifizieren. Da ist also noch ganz, ganz viel zu tun. Das heißt also, obwohl wir dieses Gesetz der dualen Ausbildung haben, ist hier also ein Riesenbedarf, aber auch ein Riesendefizit zu verzeichnen. Ja, und was nicht zu vergessen ist bei all dem mit Industrie 4.0, wir sehen das ja, wie sich die Wirtschaft umstrukturiert international. Ich denke, man sollte eben auch nicht vergessen, in der Ausbildung Skills für Entrepreneurship oder für Startups zu fördern. Das heißt also eine Talentförderung, eine Eigenständigkeit, auch Kreativität zu fördern in der Ausbildung. Wir haben bereits in Serbien jetzt 49 duale Berufsprofile. Sie sehen sie rechts. Meine Präsentation wird dann zur Verfügung gestellt. Da können Sie gerne noch sich Zeit nehmen, das zu analysieren. Diese Berufsprofile finden sich wieder, wenn Sie mal in die Kamera schauen. Ich hoffe, nee, das geht hier nicht. Es gibt also ein Heft jedes Jahr, das nennt sich Konkurs. Da kann ich also nachlesen, in welcher Schule, in welcher Region welche Berufsprofile angeboten werden, in welcher Klassengröße bzw. in welcher Quantität und welche dieser Berufsprofile drei- und vierjährig sind bzw. dualisiert oder noch nicht dualisiert. Das heißt also, wenn ich ein Unternehmen habe, was sich irgendwo ansiedeln möchte oder angesiedelt ist, kann ich ganz genau analysieren, welche Berufsschulen sind in dieser Region, was bieten sie an und sind sie kompatibel zu dem Unternehmen, zu dem Bedarf an Facharbeiterausbildung. Wir sehen hier nochmal eine Übersicht der deutschen Unternehmen, die bereits eine duale Ausbildung anbieten. Was auffällig ist, es sind vor allen Dingen große Unternehmen. Ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, weil sie viel besser arbeitsteilig arbeiten können. Sie können also eigene Fachkräfte abstellen, die sich für diese duale Ausbildung spezialisiert haben und die betreuen und das Ganze auch leiten. Und sie haben natürlich auch teilweise eine ganz andere Kapazität mit eigenen Trainingscentern oder Trainingsbereichen, das abzudecken. In Serbien gibt es mehr und mehr die Anstrengung, regionale Trainingscenter zu eröffnen, weil es eben diese starken regionalen Unterschiede gibt, möchte man gern in die Region gehen und in den Regionen also spezielle Ausbildung, aber hier besonders auch Erwachsenenqualifizierung anbieten. Das war bisher noch nicht so der Schwerpunkt, dass man duale Erwachsenenqualifizierung so unterstützt hat, aber man sieht im Moment aufgrund dieses enormen Fachkräftemangels in der ganzen Region des Balkans, dass die Bedarfe enorm sind und stetig wachsend sind, auch bei der anhaltenden Migration. Und hat dann also, die Regierung hat beschlossen, 12 regionale Trainingszentren aufzubauen. 4 wurden bisher identifiziert, beziehungsweise auch durch die Medien bekannt gegeben. Weshalb ich das rausgesucht habe, ist, wir sehen hier Investitionssummen, die teilweise recht attraktiv sind. Das heißt, hier gibt es eben, ich denke an die Unternehmen hier in unserer Konferenz, hier gibt es also wirklich Handlungsbedarf und hier ist auch Investitionsvolumen vorhanden. Wir haben gerade jetzt auch immer weiter steigende Zahlen, natürlich durch die Pandemie, leider. Ich denke, das führt uns auch zu neuen Bedarfen, zu schauen, wie passen wir didaktische Methoden an? Wie können wir überhaupt berufliche Ausbildung als hybrides oder Online-Learning
Online-Unterricht durchführen? Wo sind die Schwierigkeiten und die Herausforderungen? Was ist wirklich angemessen? Wir selber merken ja an uns, dass wir anders aufnahmefähig sind, wenn wir nur online arbeiten oder wenn wir tatsächlich ein reales Meeting haben. Ne? Und hier, glaube ich, haben wir nochmal diese Bedarfe an Methoden, an Lernmaterialien, an Prüfungsformen. Und dabei sollten wir eben nicht vergessen, dieses handlungsorientierte Lernen im Fokus zu behalten. Wir sehen hier nochmal, ich möchte nochmal den Fachkräftemangel erwähnen, aber ihn auch gegenüberstellen zur Jugendarbeitslosigkeit. Die Jugendarbeitslosigkeit ist ziemlich hoch in Serbien. Wir sehen das jetzt angeblich im Juni gemessen 22%. Ob das nun 22 oder 25 sind, ich finde es extrem hoch. Und auf der anderen Seite haben wir die Abwanderung. Ich denke, es ist hier noch nicht bei der Bevölkerung angekommen, teilweise welche Chancen sich auftun in den Unternehmen, in der Industrialisierung, in den neuen Wegen durch Industrie 4.0, welche Karriere ich machen kann in einem Unternehmen, beginnend mit einer beruflichen Ausbildung. Ich denke, da ist noch auf jeden Fall Bedarf für Marketing und auch Bedarf an Zusammenarbeit zwischen den Schulen und Unternehmen mit den Eltern zusammen. Hier nochmal zusammengefasst, also wohin die Reise gehen sollte, also diese ganze berufliche Aus- und Weiterbildung weitaus attraktiver darzustellen, als es vielleicht aufgenommen wird von den zukünftig Auszubildenden und auch von den Lehrern und zu realisieren, dass wir uns hier in der Transformationsphase befinden. Der Balkan gerät immer mehr in den Fokus, also aus unserer Sicht, aufgrund von Nearshoring, aufgrund von Logistikproblemen auch Richtung Asien. Und natürlich auch, es ist relativ einfach, sich hier anzusiedeln, weil eben die Kultur ähnlich ist, weil man hier eine Industriekultur schon vorhanden hat, weil es eine gute Infrastruktur gibt und natürlich auch die Aus- und Weiterbildung grundlegend erstmal geregelt ist. Ja, das war es erstmal. Also wenn Sie Fragen haben, dann gerne. Ansonsten können Sie mir auch gerne per E-Mail schreiben. Vielen Dank, Christiane, für diesen sehr guten Überblick der aktuellen Lage in Serbien. Genau, wenn es Fragen gibt, bitte schreiben. Ansonsten steht Christiane, meine Kollegin, immer gerne zur Verfügung. Wir machen weiter dann mit unseren Unternehmenspräsentationen. Ich glaube, das knüpft sich sehr gut, denn als nächstes haben wir Herr Ferdinand Ayen, Geschäftsführer der Klett Edu. Klett ist bereits in Serbien tätig, schon seit 2019, und hat das Kursangebot auch wirklich für den Standort Serbien entwickelt. Ich glaube, Herr Ayen wird uns dazu mehr erzählen. Bitte schön. Ja, guten Tag. Ich teile meinen Bildschirm kurz. So, ich denke mal, man sieht das jetzt, ja? Gut. Also, willkommen zur Präsentation von Klett Edu in Belgrad. Mein Name ist Ferdinand Ayen. Ich bin Geschäftsführer der Muttergesellschaft Klett Präsenzlern in Osteuropa in Stuttgart. Klett Edu gehört zur Stuttgarter Klett-Gruppe und ist 2016 aus der Idee heraus entstanden, vor dem Hintergrund des wirklich offenkundigen Fachkräftemangels in Ostmitteleuropa dort eine Berufsschule zu gründen. Und die Idee war, dass diese Schule relevante Inhalte mit moderner Didaktik verbindet und so den Unternehmenskunden wirkliche Abhilfe bei der Qualifizierung ihrer Leute bereiten kann. Und ich kann froh und stolz berichten, so ist es gekommen. Wir haben eine solche Schule aufgebaut und sie ist im Zentrum von Belgrad. Ich will an der Stelle auch meinen Vorrednern, Frau Freud und Herrn Grujic, recht geben. Es ist tatsächlich viel passiert in Serbien, zwar vor allen Dingen im Bereich der beruflichen Bildung, aber es reicht noch nicht ganz. Der Fachkräftemangel ist eine Tatsache und es gibt tatsächlich noch sehr viel zu tun, um ihn zu überwinden. Und die Stichworte sind hier die Verkürzung der Lieferketten für die Unternehmen, auch in Richtung Asien, wie Sie es gesagt haben, Frau Freud,
Und aber auch ein Stichwort ist Immigration und Demografie. Da gibt es eine gewisse Zwickmühle, in der sich die meisten Länder in Ost- und Mitteleuropa gerade befinden. Und da muss man noch einiges tun, um da voranzukommen. Was bieten wir denn dann an? Unser Angebot in unserer Schule in Belgrad ist Mechatronik, Schweißen, Hotelfach und Deutsch. Mechatronik ist dabei ganz klar das Zugpferd. Unsere Kunden sind Unternehmen, die neue oder vorhandene Mitarbeiter qualifizieren wollen. Die Kursteilnehmer sind üblicherweise so 20, 30 Jahre alt, manchmal auch ein bisschen älter. Und daran sieht man aber auch, dass wir keine Berufsschule sind, die in der Sekundarstufe unterwegs ist. Wir sind postsekundär. Wir haben Lehrer, insgesamt 32, und die meisten kommen aus technischen Universitäten, aber auch aus Berufsschulen. Und auf diese Lehrer sind wir ganz besonders stolz, denn der Weg, die richtigen zu finden und für unsere Kurse zu schulen, der war in der Tat lang und steinig. Die Didaktik, mit denen wir diese Lehrer geschult haben, haben wir gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule in Freiburg entwickelt und sie liest sich als Best-of der deutschen dualen Ausbildung. Und das ist für uns in allererster Linie Handlungsorientierung und das Denken und Arbeiten in Lernsituationen. Die Inhalte unserer Kurse, die haben wir in Serbien entwickelt und zwar mit und für Unternehmen dort. Wir haben keine Curricula aus Deutschland genommen, auch nicht welche aus Serbien. Wir haben die selber gemacht unsere Kundenunternehmen bestätigen uns, dass wir tatsächlich relevante Inhalte haben und keine obsoleten Inhalte, wie es oft tatsächlich noch in Serbien zu finden ist. Wie vorhin schon gesagt, der Markteintritt fand dann 2019 statt und während Corona konnten wir seitdem 170 Kursteilnehmer bei uns qualifizieren. Einen davon will ich jetzt zu Wort kommen lassen. Über sein total druckreifes Statement habe ich mich besonders gefreut. Ich sage es kurz auf Deutsch, Sie sehen es aber auch auf Englisch vor sich. Mein stärkster Eindruck, sagt Miloš Majkić, sind die Lernsituationen, in denen wir buchstäblich die Zeit vergessen, während wir gemeinsam Probleme lösen. Früher habe ich Dinge getan, weil mir jemand das gesagt hat. Jetzt verstehe ich, warum ich es tue und wie ich es selbst tun kann. Da schwingt Eigenverantwortlichkeit und Begeisterung mit. Und aus lernpsychologischer Sicht kann man sich eigentlich kaum eine bessere Rückmeldung wünschen. Jetzt will ich zu unseren Kursen kommen. Wir haben einerseits einen 3-Monats-Kurs. Der hat 232 Stunden in unserem Trainingszentrum, was übrigens in Belgrad im Zentrum vom Zentrum ist, direkt an der Knez Mihailova. Und dieser 3-Monats-Kurs, der findet bei uns statt. Wir haben da eine eigene Lehrwerkstatt aufgesetzt und er kostet, das sage ich auch gleich, 1.200 Euro pro Person. Er ist akkreditiert vom serbischen Bildungsministerium und es handelt sich dabei um einen dualen, berufsbegleitenden Qualifikationskurs. Er ist thematisch gegliedert in die 4 Abschnitte, die Sie hier vor sich sehen, auf die gehe ich jetzt nicht im Detail ein. In der Umsetzung aber haben die Kursteilnehmer insgesamt 13 dieser erwähnten Lernsituationen, die sie alleine oder in Gruppen lösen müssen. So, was ist eine Lernsituation? Eine Lernsituation ist eine Art kleines Projekt. Das dauert 1 oder 2 Unterrichtstage und beinhaltet eine Aufgabenstellung, die ein Schüler gemäß eines Deming Circles Plan Do Check Act umsetzen muss. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der Einbau von RFID-Sensoren in eine Übungsanlage, die das Sortieren von Werkstücken anhand von RFID-Daten ermöglicht. Das ist eine Industrie 4.0-Anwendung, die wir regelmäßig anbieten und auf die unsere Kursteilnehmer dann geschult werden. Der Kurs ist sehr gut angekommen. Ich komme auf der letzten Folie noch auf unsere Kunden. Wir haben den dieses und letztes Jahr trotz allem sehr gut und erfolgreich verkaufen können. Und ich glaube, dass unsere Kunden, die eigentlich immer wiederkommen, das bestätigen würden. Ich komme zu unserem zweiten Kurs, der heißt Mechatronic Technician. Das ist
sozusagen der große Bruder des 3-Monats-Kurses. Der hat nicht 232 Stunden, sondern 600, die alle bei uns im Trainingszentrum sind, und zusätzlich 200 Stunden, die in einer Projektphase im Anschluss daran stattfinden, und zwar im Unternehmen oder bei uns im Trainingszentrum unter Aufsicht. Auch hier organisieren wir uns in Lernsituationen. Es sind nicht 13 wie beim 3-Monats-Kurs, sondern es sind 26 davon. Der wesentliche konzeptionelle Unterschied zum 3-Monats-Programm ist die erwähnte ausgedehnte Projektphase. Das ist, man kann es sozusagen als Lernsituation XL betrachten. Ja? Also wir haben, zur Illustration, wir haben gerade im Moment zwei Teilnehmer von Grundfos, vom Unternehmen Grundfos aus India, und die bauen ein sensorbasiertes Qualitätssicherungssystem, das Produktionsfehler an Werkstücken erkennen kann. Die messen die Länge von Werkstücken und kann dann sagen, ja, das ist zu kurz geworden. Das ist schon ein bisschen mehr als einfach nur Maschinen bedienen. Ja? Das können Sie sich vorstellen. Und der Kurs, der dauert deswegen auch eben 8 Monate und nicht 3. Das Programm entspricht in etwa dem, was wir bei uns als Meister bezeichnen. Und auf der Ebene, nämlich auf dem Level 5 des serbischen Qualifikationsrahmens, ist es auch vom serbischen Ministerium akkreditiert. Zur Akkreditierung oder zu den Zeugnissen hier eine Illustration. Wir sehen hier Uverenje, das ist ein Zeugnis, das ist der 3-Monats-Kurs, und wir sehen weiter unten das noch nicht ausgefüllte Zertifikat. Das ist der 8-Monats-Kurs auf Level 5. Und hier ein paar Bilder, wie es bei uns aussieht. Die sind aus dem Leben gegriffen und Sie können sich damit Ihr eigenes Bild machen, wie unsere Kursteilnehmer arbeiten und wie Milos Majkic gesagt hat, sozusagen in der Arbeit versinken und in der Begeisterung darin. Was Sie jetzt nicht sehen, ist der Hintergrund, den Aufwand, den wir im Hintergrund betreiben, um mit Corona umzugehen. Wir hatten durchweg ein Hygienekonzept. Wir haben sehr früh Luftfilter beschafft. Wir haben dann, sobald die verfügbar waren, auch regelmäßige Schnelltests angewendet an unseren Schülern und konnten so Ansteckungscluster innerhalb von unseren Kursen durchweg vermeiden. Ja, so, und wer ist eigentlich alles bei uns? Welche Kunden haben wir? Da können wir auch vermelden, es sind viele geworden. Und wir haben nicht nur Kunden, sondern auch noch Partner. Einer davon und unser Lieblingspartner ist die Deutsch-Serbische Wirtschaftskammer, mit der wir jüngst ein Kooperationsabkommen unterzeichnet haben zur Ausbildung von Kursteilnehmern für deutsche Unternehmen. Wir haben weiterhin einige aus der Lebensmittelindustrie, Neoplanta gehört dazu, Pepsi und sein Konkurrent Coca-Cola. Wir haben inzwischen auch einige deutsche Unternehmen, gar nicht wenige, ZF kommt bald, Gruner, Elrad und Brose. Und Grundfos ist ein dänisches Unternehmen mit einer großen Fertigung in India. 600 Mitarbeiter haben die dort in der Fertigung. Die waren Erstkunde bei uns. So, jetzt ist genau 10 Minuten um. Ich bin auch fertig. Und Sie können gerne Ihre Fragen im Nachgang an mich stellen oder jederzeit auch per E-Mail oder Telefon. Ich glaube, die Präsentation wird noch rumgeschickt und die Kontaktdaten finden Sie da drin. Vielen Dank. Genau so sieht es aus, Herr Ayan. Vielen Dank auch an Sie und wir freuen uns, mit Ihnen dann weiter zusammenzuarbeiten als Kammer. Dankeschön. Danke Ihnen. Als nächstes haben wir das Unternehmen, einen Moment, ich gucke auf mein Programm, F plus U. Es ist nicht Herr Herbert Schläger, wie Sie am Bild erkennen können. Er wird heute von seiner Kollegin repräsentiert bzw. vertreten. Das Unternehmen F plus U Unternehmensgruppe ist einer der größten deutschen privaten Bildungsträger mit insgesamt 15 Standorten in Deutschland. Ich schlage vor, dass die Hauptaktivitäten von Caroline Kehmen dann vorgestellt werden. Sie ist Koordinatorin für internationale Beziehungen. Bitte schön. Hallo, vielen Dank. Ist es möglich, dass ich meinen Bildschirm teile? Ja. Im Moment kann ich es noch nicht. Unten, wenn Sie auf Share Screen gehen. Ja, kann ich noch nicht. Geht nicht?
Ich schaue mal, Marina, habt ihr... Jemand anderes hat wohl noch den Bildschirm geteilt. Ja, wir sehen noch den Screen von Herrn Ayen, deswegen kann... Ah, okay. Herr Ayen, könnten Sie vielleicht Ihr... Genau, super, okay, Dankeschön. Da haben wir es. Ja, dann vielen Dank für die Vorstellung. Ich denke, die Präsentation sieht man jetzt, ne? Mein Name ist Caroline Kehmen. Ich vertrete heute die F&O Unternehmensgruppe. Wie gesagt, in Vertretung von Herrn Schläger, der leider heute verhindert ist. Ich selber bin Koordinatorin für internationale Projekte, schwerpunktmäßig im Bereich Hochschule, aber auch anschließend an die Bereiche Berufsausbildung und andere, die wir anbieten. Ich werde heute eine kurze Zusammenfassung über die allgemeinen Tätigkeitsbereiche von F&O geben. Das kann nur ein kurzer Abriss sein, deswegen ich freue mich dann im Anschluss über zusätzlichen Austausch und Diskussion. Zu F&O allgemein, gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1980, das heißt, wir sind jetzt knapp über 40 Jahre aktiv. Es ist ein familiengeführtes Unternehmen. Und ja, unter anderem auch eins der größten privaten Bildungsanbieter in Deutschland. Wir haben eine irrsinnige Vielfalt an Bildungsprogrammen, aber schwerpunktmäßig kümmern wir uns um den Bereich duale Ausbildung und duales Studium. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Heidelberg, also im schönen Süden von Deutschland, wo auch die meisten Unternehmensteile angesiedelt sind. Ein zweiter großer Standort befindet sich in Berlin. Gerade was unseren Hochschulbereich anbetrifft, sind wir dann aber auch in verschiedenen Städten in Deutschland angesiedelt. Also das reicht von ganz im Norden in Hamburg bis runter nach München und Freiburg. Das Unternehmen ist von Anfang an international auch aktiv gewesen und über die Zeit haben sich dann verschiedene Projekte entwickelt, sodass wir jetzt mittlerweile in verschiedenen Ländern, also wie China, Vietnam, Tunesien, Spanien, mit Bildungsinstitutionen tatsächlich auch angesiedelt sind. Das sind in den meisten Fällen Sprachschulen, beziehungsweise ja, Institutionen, die sich auch um Projekte in der beruflichen Bildung kümmern. Und ja, somit sind wir gerade in den Bereichen auch sehr interessiert zu kooperieren. Im Balkan selbst hatten wir in der Vergangenheit kleine Projekte, aber tatsächlich sind wir da noch nicht so aktiv. Deswegen sind wir auf jeden Fall froh über Kontakte und ja, Projekte, die man in diesem Bereich entwickeln könnte. Und ich habe hier ein bisschen Probleme weiter zu klicken, aber es klappt doch. Welche Bereiche gehören nun zu F&O? Also gerade für den internationalen Bereich ganz wichtig ist unsere große Sprachschule, die F&O Academy of Languages. Die hat ihren Sitz in Heidelberg, beziehungsweise haben wir auch noch eine kleinere Sprachschule, die an unserer Hochschule Victoria angesiedelt ist und die sich in Berlin befindet. In der Schule haben wir im Jahr ungefähr 9000 Schüler aus aller Herren Ländern, also über 100 Ländern, auch aus dem Balkan. Schwerpunkt ist Deutsch, also ich werde da später noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, und es befindet sich auch ein großes Prüfungszentrum in der Sprachschule. Die Sprachschule ist meist der erste Einstiegsort für die internationalen Schüler. Und in vielen Fällen gehen diese dann weiter in andere Bereiche, die wir anbieten. Zum einen haben wir das Heidelberger Privatschulzentrum, wo man theoretisch von der Grundschule bis zum Abitur die Bildungsgänge durchlaufen kann, auf Deutsch, auf Englisch. Also wir haben da verschiedene Programme. Zusätzlich haben wir noch das F&O-Fachschulzentrum, wo wir schwerpunktmäßig berufliche grundständige Ausbildungen anbieten. Beziehungsweise können wir auch Anpassungsqualifizierungen
durchführen für Personen, die vielleicht im Ausland schon eine Ausbildung durchlaufen haben, aber wo der praktische Teil fehlt und die eventuell in Deutschland dann auch arbeiten wollen und ihre Ausbildung anerkannt haben wollen. Ganz großer Schwerpunkt sind unsere Hochschulen. Sie sehen hier in der zweiten Zeile die IBA und die ISBA, unsere beiden Berufsakademien, wo wir duale Studiengänge bis zum Bachelor anbieten, staatlich anerkannt. Bei der Victoria ist es tatsächlich so, dass wir bis zum Master unterrichten. Und es sind auch duale Studiengänge, beziehungsweise können sie auch in Vollzeit angeboten werden. Fachlich gesehen ist der Schwerpunkt im Bereich BWL Management, auch mit Schwerpunkten im Bereich Hotel- und Tourismusmanagement, Digitalisierung, Supply Chain Management. Also ich sehe da auch, wie in der Präsentation von Frau Voigt angegeben, also einige Überschneidungspunkte, die interessant sein könnten in Bezug auf Serbien. Zusätzlich haben wir noch die Bereiche Weiterbildung, die von den Institutionen in der dritten Zeile durchgeführt werden. Das kann reichen von Umschulungen bis zum Management-Training. Und hier haben wir auch in den verschiedensten Ländern international schon Projekte durchgeführt. Also insgesamt zusammengefasst kann man sagen, es gibt eine große Vielfalt an Bildungskompetenz bei F&U und was für internationale Schüler, Schülerinnen auch oft wichtig ist, dass alles sich unter einem Dach befindet. Das heißt, also von dem ersten Wort in Deutsch bis zum Masterabschluss kann man theoretisch die Bildungsgänge bei uns durchlaufen und auch die entsprechende Beratung für jeden Schritt mit dazu bekommen, also was organisatorische Dinge betrifft, von Visumfragen, wie das in manchen Fällen notwendig ist, Anerkennung von Schulabschlüssen, Dokumenten, ja, und viele weitere Fragen. Ich möchte im Nachgang auf vier verschiedene Institutionen im Besonderen nochmal im Detail eingehen. Wir haben heute nicht so viel Zeit, deswegen kann ich nicht alles abdecken, aber die wichtigsten Dinge würde ich gerne nochmal da hervorheben. Also wie gesagt, Academy of Languages, unsere große Sprachschule. Hier sind wir sehr interessiert, international Projekte durchzuführen. Wir sind spezialisiert hier auf Sprachausbildung, die auf bestimmte Ausbildungsgänge oder Studium vorbereitet. Oft sind unsere Programme, die wir da haben, auch verbunden, also Sprache plus fachliche Vorbereitung in irgendeiner Form, ja? Beziehungsweise es kann auch nur Sprache sein. Wir unterrichten von wirklich Anfang bis zum fortgeschrittenen Level und haben da spezielle Vorbereitungsprogramme auch schon entwickelt, sowohl auf die Ausbildung hin, als auch aufs Studium hin, als auch, wenn man ja auf der Suche nach Arbeit ist. Also in verschiedensten Bereichen haben wir da schon Expertise. Wie gesagt, ein großes Prüfungszentrum haben wir an der Sprachschule auch angesiedelt, wo wir die größten Prüfungen im Deutsch- und Englischbereich durchführen. Also zum einen ist es TestDaF, TELC, die man wahrscheinlich kennt, auch seit neuestem ECL, auch sehr wichtig für Bereiche, wo jetzt zum Beispiel Visa notwendig sind, aber auch IELTS, TOEFL für Englisch. So, dann haben wir das F&U-Fachschulzentrum. Der Sitz ist in Heidelberg und Darmstadt. Wir bieten hier verschiedene staatlich anerkannte Berufsausbildungen an. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf dem Bereich Pflege, aber da gibt es auch also Möglichkeiten im Bereich Erzieher, Heilerziehungspflege, alles, was in die Richtung führt. Und unsere Hochschule im technischen Bereich ist gerade in der Entwicklung. Was ich jetzt vorhin auch noch vergessen hatte im Bereich zur Sprachschule zu sagen, also alle Angebote, die wir haben, die sind sowohl in Präsenz durchzuführen, also so ist es ja normalerweise, ne? Also das war immer so. Allerdings seit vielen Jahren und auch schon vor der Pandemie haben wir ganz große Online-Möglichkeiten und bei der Projektentwicklung, also sind wir interessiert an beiden Bereichen.
Und gerade auch im Fachschulbereich hatten wir schon Projekte, die auch online durchgeführt wurden. Das können zum einen Kurzzeitprojekte sein, wo wir einfach nur im praktischen Bereich unterstützt haben, auch mit Online-Übungsfirmen. Das ist eine Möglichkeit, die wir anbieten. Aber ja, auch in Präsenz hatten wir schon Projekte. So, dann die Berufsakademien, von denen wir zwei haben. Das ist zum einen die IBA und die ISBA. Sind hauptsächlich in Deutschland angesiedelt. Wir bieten da staatlich anerkannte Bachelorprogramme, dreijährige an. Aktuell haben wir ungefähr 5.000 Studierende und 2.000 Partnerunternehmen, die sich in Deutschland befinden. Also darunter waren in der Vergangenheit oder sind teilweise schon gewesen McDonald's, Subway, in diesem Bereich Hotel und Tourismus, auch das Hotel Adlon, die NH-Hotels kennt man, VW war darunter, Bauhaus und viele andere. Unser Modell, das wir anwenden, ist normalerweise das Modell der geteilten Woche. Das heißt, die Studierenden sind 20 Unterrichtseinheiten in der Uni und die halbe Woche sind sie dann im Unternehmen. Wir machen das so, weil das eine gewisse Kontinuität hat und die Unternehmen damit sehr zufrieden sind. Unter unseren Studierenden gibt es eine große Übernahmerate bei den Praxispartnern. Also das spricht sicherlich auch für die Qualität der Ausbildung. Also ungefähr 85% bleiben nach dem Studium beim Unternehmen. So, zu guter Letzt haben wir da noch die Victoria Hochschule, eine tatsächliche private Hochschule. Wir bieten hier Bachelorprogramme auf Deutsch an, aber auch auf Englisch. Das ist in manchen Fällen durchaus interessant für Studierende, die jetzt nicht unbedingt Deutsch lernen wollen, aber eine gewisse Qualifikation erwerben wollen, um in ihrem Heimatland tätig zu werden nach dem Abschluss. Wir haben hier im Gegensatz zu den Berufsakademien drei Studienmodelle, die auch flexibel gewechselt werden können. Also es gibt die dualen Studiengänge, die können dann aber auch, wenn man jetzt vielleicht übergangsweise nicht in einem Unternehmen arbeiten will, Vollzeit absolviert werden, vielleicht mal für ein halbes Jahr aus persönlichen Gründen, wenn man es eben nicht dual machen und dann kann man auch wieder zurück wechseln und auch das Fernstudienmodell, das online absolviert werden kann. Und wie gesagt, also es sind flexible Modelle möglich. Gerade im Bereich Hochschule sind wir oft auf der Suche nach Kooperationen, auch im Hochschulbereich. Also wir haben da schon bestimmte Beispiele, wo wir zum Beispiel Doppelstudiengänge entwickelt haben mit einer Hochschule in China. Im Bereich Hotel und Tourismus, wo die Studierenden zwei Jahre in China mit dem Studium anfangen und das dann aber dual in Deutschland fertig machen und somit auch ein Doppeldiplom erwerben und auch eine gewisse berufliche, praktische Qualifikation erwerben, die sie so in China gar nicht erwerben können, weil eben da das Praktische gar nicht so abgedeckt werden kann, wie das bei uns in Deutschland abgedeckt werden kann. Ja, also nochmal zur Zusammenfassung. Wir sind interessiert an vielen Formen von Projekten. Ich habe in ganz kurzem Abriss jetzt mal gezeigt, was bei F&U möglich ist. Und ja, also ob das jetzt groß oder klein ist, das Projekt, wir sind da sehr interessiert an Kontakten und offen für jede Form von Gespräch. Ich bedanke mich jetzt erstmal und gebe zurück an den Moderator. Dankeschön. Danke, Frau Klemmen. Und ich hoffe auch, dass Sie durch diese Geschäftsanbahnung die ersten Kontakte auf den beiden Märkten dann knüpfen können und wir helfen dabei. Ich wiederhole mich sehr gerne. Ich weiß, ich bin langweilig. Das Publikum meist ist in diesen Regionen zurückhaltend. Aber wenn wirklich Fragen sind, dann bitte gerne stellen. Wir werden dann die Fragen an die Referenten weiterleiten. So, wir machen weiter. Und zwar
mit dem Unternehmen Baubildung Sachsen. Herr Philipp Stefan sehe ich da schon bereits, Koordinator Nationales und Internationales. Und er wird einen der führenden Bildungsanbieter der Baubranche in Deutschland vorstellen. Bitte schön. Ja, guten Tag. Grüße aus Leipzig nach Nordmazedonien und Serbien. Ich starte mal meine Präsentation. Ich hoffe, Sie können mich hören und Sie können die Präsentation alle sehen. Jetzt noch im Vollbildmodus, genau. Ja, wir sind das Baubildung Sachsen. Ja, und wir sind hier auch an verschiedenen Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt als überbetriebliches Ausbildungszentrum neben den Berufsschulen und den Betrieben tätig, wo Auszubildende, aber auch Studierende aus dem dualen Studium Grundlagen in ihren verschiedenen Gewerken praktisch lernen. Dafür haben wir natürlich Werkhallen, wo sie in den verschiedenen Gewerken ihre Grundausbildung und dann letztendlich ihren Facharbeiter bekommen. Über die letzten, sagen wir mal, 20 Jahre hat sich auch international sehr viel getan. Als Exportschlager die duale Berufsausbildung, wo ja auch schon mehrfach gesagt wurde, dass es natürlich nicht eins zu eins übertragbar ist, aber entsprechend der Marktanforderungen in Regionen ist es natürlich, können wir sehr gut unterstützen, gerade in der praktischen Ausbildung und Weiterbildung. Wir sehen natürlich auch, dass die Bedarfe in der Bauindustrie immer größer werden. Es braucht natürlich da auch Fachkräfte, die mit Themen wie zum Beispiel Energieeffizienz, technische Innovation, Nachhaltigkeit umgehen können. Und ja, dafür braucht man eben Spezialisten. Wir sind, wie schon eingangs erwähnt wurde, schon sehr lange auf diesem Markt. Und auch international schon seit 20, 30 Jahren tätig mit dem Schwerpunkt Asien und eben auch China. Und da sind besonders die Bereiche Energieeffizienz, grünes Bauen, Wasserabwassermanagement, Luft- und Wasserfiltration und Gebäudeautomation die Schwerpunktthemen, wo wir Projekte durchgeführt haben. Was haben wir sozusagen in unserem Programm? Wir arbeiten besonders mit Partnern, Industriepartnern zusammen und dann eben europäischen Technologien. Wir haben Bildungsangebote und wir sind natürlich auch im Bereich der Beratung für den Lehrplanaufbau, Aufbau von Werkhallen, entsprechenden Ausstattungen beratend zuständig. Hier bei den europäischen Technologien haben wir eben diese Themen Trinkwasser, Wassertechnologie, dann die Gebäudeabdichtung, Gebäudeautomation und weitere Technologien, wo wir eben entsprechende Projekte durchgeführt haben und unsere Expertise eben auch haben. Hier als Beispiel Trinkwassermanagement oder Treatment, da haben wir da eben die Rolle, dass wir das didaktische Konzept erarbeiten. Unsere Industriepartner bauen sozusagen eine Demonstrationsanlage, die dann dort an den Colleges zum Beispiel dann eben aufgestellt wird. Dann erfolgen dann Train-the-Trainer-Maßnahmen in diesen verschiedenen besonderen Themen, Legionellenbearbeitung, Wasser- und Grauwasserbehandlung und andere Themen eben auch. Da haben wir sozusagen dann mit den Train-the-Trainer-Maßnahmen die Möglichkeiten, dass diese Themen dann weiter in den Schulen, in den Colleges auch an die Auszubildenden herangebracht werden durch die Multiplikatoren, also den Lehrern. Und das ermöglicht dann sozusagen diesen Effekt, dass auch die Berufsschulen sozusagen diesen Mehrwert haben, langfristig und vor allen Dingen ganz wichtig, eben mit den didaktischen Konzepten angepasst, wiederum an den Arbeitsmarkt und den Bedarfen vor Ort, sozusagen das praktische Training eben immer wieder langfristig stattfinden kann. Das haben wir auch hier in dem Bereich Abwassertechnologie. Das ist eben das gleiche Vorgehen. Gebäudeabdichtung eben bei Dächern, gerade bei Flachdachbauen,
bei Fenstern und auch in der Infrastruktur haben wir da eben entsprechende Projekte durchgeführt. Gebäudeautomation ist ein wichtiges Thema und Smart Home Technologien. Genau, also eben da ist es eben wieder genauso mit Partnerfirmen zusammengearbeitet über Projekte für die Bildungspartner im Ausland. Und wie gesagt, das Fachpraktische wird an diesen Demonstrationsanlagen gelernt und eben, ja, eben mit modernen Technologien, die wirklich auch marktfähig sind, da ein didaktisches Konzept erstellt. Dann gibt es eben noch weitere Technologien, die wir natürlich auch anbieten können, beziehungsweise auch angepasst an die Bedarfe und Wünsche der Bildungspartner im Ausland. Großes Thema ist natürlich das Niedrigenergiehaus, das wir hier mit den deutschen Technologien zusammen mit dem Gebäude dann eben da eingebaut haben. Energieeffizienz, die Abdichtung, die Smart Home Technologien, Trinkwasserbehandlung und nachhaltige Abwassertechnologie sind alles Themen, die sozusagen in diesem Haus integriert sind. Auch hier haben wir wieder das didaktische Konzept erarbeitet, um das mit den Experten und Trainern dann an den Schulen, an den Berufsschulen dann wieder an die Trainer heranzubringen. Und das kann auch natürlich wieder als Multiplikator dort weiter genutzt werden, dieses Konzept. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Darüber hinaus haben wir noch bestimmte Bildungsangebote. Das sind zum Beispiel für Auszubildende, auch Studenten, dann entsprechende Sommerkurse vor Ort bei uns in unseren Standorten, die ja auch bestimmte Schwerpunkte haben. Also hier in Leipzig ist es zum Beispiel das Infrastrukturzentrum, das Kompetenzzentrum hier. Andere Standorte wie in Dresden, in Bautzen, Glauchau haben andere Schwerpunkte, wo dann eben auch Sommerkurse durchgeführt werden können. Das ist hier für die Lehrer, Entschuldigung. Aber das Gleiche gilt dann auch für Studenten und Schüler. Eben für die Lehrer haben wir an den Schulen dann auch Fortbildung oder dieses sogenannte Dual Expert Lecture Program, wo eben Dozenten dorthin fahren, um mit dem pädagogischen Fokus dort bestimmte Themen auch bearbeiten, um diese Themen dann wieder einzubauen in den Lehrplan. Das eben auch das Gleiche für Studenten und Auszubildende, die dann auch zu uns kamen. Zurzeit ist es ja natürlich auch schwierig, das auch vor Ort durchzuführen. Wir haben aber auch da die Möglichkeit, das auch online durchzuführen für die Studenten und Schüler. E-Learning natürlich ein großes Thema, kam bei uns schon 2018 auf, als unterstützende Maßnahme für unsere Partner in Asien, in China, wo einige Module in bestimmten Bereichen, im Baubereich, da noch unterstützend aufgebaut wurden. Und zusätzlich, wie ich auch schon gesagt habe, sind dann auch Live-Online-Seminare möglich über unsere E-Construction Academy, die natürlich jetzt durch die weiterlaufende Pandemie immer weiter ausgebaut wird, auch in verschiedenen Sprachen angeboten wird. Zum Beispiel sind jetzt im Bereich Green Building 7 Module abrufbar, im Bereich Beton 9 Module, Wasserabwassersysteme 11 und gerade auch unterstützend durch Vocation Education, also Berufspädagogik, dann eben auch 6 Module. Blended Learning wird auch weiter ausgebaut, wo wir sozusagen unterstützend dann noch gewährleisten können, dass die Lernenden ihr Wissen vor Ort in den Werkhallen oder Workshops oder Training Facilities noch mit entsprechenden Handgeräten sozusagen, Tablets etc. noch weiter unterstützend ausbauen können. Schließlich haben wir noch Beratung, Consulting, wo wir auch in den letzten Jahren sehr viel unterstützt haben, Curricula, Lehrmaterialien und Prüfungen vorzubereiten für die
entsprechenden Berufsschulen, die eben gerade im Bereich des praktischen Unterstützung brauchen und letztendlich dann auch nach deutschem Vorbild oder deutscher Maßgabe entsprechend auch praktisch schulen können und auch da einem Management unterstützen, auch bei der Personalplanung etc. Ja, der Baubereich braucht Fähigkeiten und Wissen, das ist klar. Wir wissen, dass das deutsche Modell natürlich sehr bekannt ist, aber wir wissen auch, dass jedes Land, jede Region andere Bedarfe hat und unsere Erfahrungen in Europa, in Asien und anderen Bereichen der Welt natürlich da auch gut einsetzen können. Hier sehen Sie nochmal die Übersicht über die Fördermittelgeber, die wir auch in den letzten Jahren gut unterstützen konnten und auch sozusagen hier diesen Export mitgestützt haben. Das sind sozusagen die Geldgeber und Unterstützer für bestimmte Projekte. Und ich würde mich freuen, wenn wir da weiter in Kontakt bleiben, Sie Fragen stellen, mich anschreiben etc. und wir vielleicht dann zusammenkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Stefan. Vielen Dank für die interessante Präsentation. Wenn es keine Fragen gibt, dann gehen wir über. Und zwar kann ich Herrn Sascha Simovic begrüßen vom Unternehmen Festo Didaktik. Ich glaube, Festo Didaktik kennt jeder, weltweit führender Bildungsdienstleister im Bereich der industriellen Automatisierung. Herr Simovic, bitteschön. Ja, hallo, grüß Gott. Danke, Herr Djuric. Schöne Grüße an alle aus Stuttgart. Ich teile meinen Bildschirm euch mit. Ich werde versuchen, auch den Ton freigeben. Okay. Moment. Sie sehen meine Präsentation, oder? Okay, gut. Also, schönen guten Tag nochmal offiziell aus Stuttgart. Mein Name ist Sascha Simovic. Ich bin bei Festo Didaktik tätig als Sales Technical Support für Region Europa. Und in den folgenden paar Folien werde ich vorstellen, was Festo Didaktik macht. Festo Gruppe besteht aus zwei Teilen, Industrial Automation und Festo Didaktik. Wir wie Firma also bestehen seit 1925. Industrial Automation macht die Maschinenkomponenten, also für den Maschinenbauer und wir bieten ja eigentlich auch die Systeme, also Turnkey Solutions und Dienstleistungen. Auf der Didaktikseite sind wir mit dem Schulsystem bekannt und auch Training Consulting und Qualifications. Dazwischen haben wir die Systeme und Maschinen und die Mitarbeiter, die People und Organisationen erstellt, da wir denken, dass den Erfolg ein Bildungssystem wird an der Zufriedenheit des Arbeitsmarktes mit dem Qualität seiner Absolventen gemessen. Das hat ja eigentlich der Gottlieb Stoll, also der Gründer der Firma, einmal gesagt. So, Festo Didaktik, wie ich schon gesagt habe, ist in vier Teilen geteilt, oder wir bieten vier Hauptthemen. Lernsysteme, also jeder Lernsystem, die von uns kommt, kommt mit dem entsprechenden Curriculum. Also die Bücher und Inhalt, ja eigentlich, was die Lernende mit diesem Lernsystem oder mit den Lernsystemen lernen können. Trainings, also für die People, also für Technologie, Prozesse und Organisationen. Wir sind stolz, dass wir die Konsultanten in mehr als 80 Bildungsministerien weltweit für die Entwicklung des Curriculums in Mechanics, Mechatronics, Elektrotechnics und Industrie 4.0. Und Qualification, also wir bieten natürlich hier die Pre-Qualification Programs, Weiterbildung und so weiter. Wir sind auch stolz, dass wir sehr aktiv in der Organisation World Skills, also in dem Olympischen Komitee für Wettbewerb im
produktiven Beruf. Das ist ein Beispiel, was wir in 2016 getan haben, also in Deutschland, ist die Berufsausbildung für Mechatroniker 3,5 Jahre lang. Also in 2016 haben wir ein Projekt von Bildungsministerium Saarland bekommen, also Saarland, die kleinste Bundesland in Deutschland. Die wollten ja eigentlich das so bestehenden Mechatronik-Profil erneuern, sage ich mal, also mit den, sage ich mal, Implantaten von, also zum Thema Industrie 4.0. Deswegen haben wir in den zweiten 1,5 Jahr, also in der Fachausbildung, die irgendwelche, wie ich schon gesagt habe, also Infixe eingebaut. Und diese Infixe, grob gesehen, sehen so aus, also die Theorie Hälfte der Zeit und die Hälfte der Zeit ist Praxis. Was wir in dem, also die Themen, welche Themen haben wir abgedeckt, sind die Cyber Physical Systems, Datenschutz, Assistenzsysteme, industrielle Kommunikation, Sensorik und Einführung in Industrie 4.0. Detailliert gesehen, Theorie hatte 470 Stunden mit dem, wie hier gezeigt ist, was wir detailliert ausgearbeitet haben, und 480 Stunden Praxis. Natürlich, also Dual Education ist ja eigentlich also ein Schlüssel der Erfolg, das wissen wir schon alle. Deswegen Praxis ist unbedingt wichtig. Basierend darauf, also nach erstem Schuljahr, hat die Bundesbildungsministerium dieses Modell akzeptiert, und jetzt in Deutschland haben wir Mechatronikern, die eigentlich die Basiswissens von Industrie 4.0 schon kennen, oder die Techniker, die durch diesen Berufssystem durchgehen oder durch diesem Profil, kennen schon Industrie 4.0. Das ist ein Beispiel, was wir vor 3 Jahren entwickelt haben. Das ist ein 4 Jahre langen Programm für die, sage ich mal, Ingenieure für Industrie 4.0, obwohl eigentlich keine Ingenieure für Technologierevolution bestehen. Deswegen haben wir 3 Curriculas für 3 Engineer-Profile entwickelt, also ein Production Engineer, Smart Maintenance Engineer und Qualitätsengineer. Das bedeutet, in den ersten 2 Jahren lernen die Studenten, also decken die alle diese Themen, die unten geschrieben sind. Und danach, je nachdem, nach der Spezialisierung, sind die für jeweiligen Profil spezialisiert. Also wie ich schon gesagt habe, wir sind Konsultanten in mehr als 80 Ländern weltweit. WorldSkills ist, ja, wie ich schon gesagt habe, also Olympische Komitee für die Wettbewerbe in Berufe, in Produktionsberufe, produktive Berufe, sage ich mal. Also Wettbewerbe in 65 unterschiedliche Skills. Wir hatten in Kazan, also bei dem letzten WorldSkills International, ungefähr 1400 Wettbewerbern oder präzis 1375. Warum präzis? Meine Kleinigkeit ist ja eigentlich Skill Competition Manager für den Skill Industrie 4.0. Also übersetzt, ich bin einer der, die das Wettbewerb in Digitalisierung in Industrie selber entwickelt hat. WorldSkills International, das ist eine Mappe, also der Länder, die Mitgliedern von WorldSkills International Organisation ist, wo man zeigt, also welche 85 Länder dabei sind. Also wir können über Berufs- und Weiterbildung reden. Es gibt jede Menge Anbieter von Lösungen in verschiedenen Bereichen. Aber wenn ich, wie ich schon immer sage, wenn wir keine Bundesliga zwischen die Schulen haben in einem Land, wo man die Qualität von den neu geschulten oder neu
hergestellten Techniker oder Engineers nicht haben, dann verlieren wir oder haben wir eigentlich den Dach nicht erreicht. Also wenn die Bildungssysteme die Ziele erreichen, dass wir Manpower haben, dann gibt es noch ein Obergeschoss, der heißt, der eigentlich bedeutet, also ein Wettbewerb zwischen die Technikern und Engineers. Wir Festo Didaktik, wir sind sehr aktiv bei WorldSkills International. Für die Skills, die hier gezeigt sind, Skill 01 ist Industrial Mechanics, Skill 04 ist Mechatronics. Seit 30 Jahren ist unser MPS-System, wie ein Wettbewerbssystem, bekannt, einfach mal ausgewählt. Skill 19 ist Industrial Control. Skill 48, Industrie 4.0, wie ich schon gesagt habe, bin ich den Skill Competition Manager für den Skill Industrie 4.0. Skill 55 ist Water Treatment und Skill 62 Renewable Energies. Wir haben während dem ersten Block von den Präsentationen gehört, oder die Frau, nein, das war eigentlich allererste Präsentation von die Frau Voigt, was eigentlich heutzutage in Serbien passiert, ja, oder was eigentlich EU diktiert, und das ist die Green Energy. Das bedeutet, die Techniken für Renewable Energies oder die Techniken für Elektrotechnik, die in Curricula, also was mit Renewables zu tun haben, qualifizieren sich ja eigentlich für den Skill 62, also Skill Renewable Energies. Das ist eine Liste für den nächsten WorldSkills International Wettbewerb. Der wird in Shanghai 2022 zwischen dem 12. und 17. Oktober stattfinden. Das sind die Länder, die sich schon für Skill Industrie 4.0 registriert haben. In Shanghai werde ich wie Skill Competition Manager alle erste offiziellen Skill durchführen. Also die, wenn ich schon so nennen kann, also die Generellprobe war beim WorldSkills International in Kasan in Russland in 2019 wie Future Skills. Also es wurde immer noch nicht entschieden, ob Skill Industrie 4.0 ein Skill sein wird. Aber nach der erfolgreichen Durchführung hat die Gremium oder die technische Delegierte oder technische Direktoren, sage ich mal, von 95 Ländern entschieden, dass ein Skill Industrie 4.0 offiziell sein soll. Wie Sie schon sehen, habe ich schon 16 Ländern und 16 Teams weltweit, die für die Digitalisierung in Industrie kämpfen werden, also für Gold, Silber und Bronzemedaillen. Für alle, die das kennen, das ist ja eigentlich bekannt. Für alle, die das nicht kennen, Plattform Industrie 4.0 ist eine Plattform oder eine Kernstruktur oder eine Kernorganisation in Deutschland, die entscheiden, wohin die Reise geht, die Reise mit Industrie 4.0, beziehungsweise wohin die Industrieentwicklung, aber nicht nur Industrie, sondern Bildung in Industrie 4.0 geht. Also am Gipfel der ganzen Organisation sitzen zwei Minister. Herr Peter Altmaier, wie der Bundesminister für Wirtschaft, und die Frau Anja Karliczek, die Bundesbildungsministerin. Warum die zwei am Gipfel? Weil das normal ist. Bildungssystem, meiner Meinung nach, ist ein Industriesegment, die nur ein Produkt hat, das sind die Menschen. Eine Industrie oder ein Industriesegment sollte die Produkte herstellen, die die Käufer haben. Das bedeutet, wenn ich etwas herstelle, soll einer oder mehrere bestehen, die mein Produkt kaufen. Die Bildung ist ja eigentlich ein Industriesegment, die Menschen produzieren, sage ich mal. Wer entscheidet,
welche Produkte soll man diese Industriebranche produzieren? Die Industrie. Wenn die Industrie sagt, was eigentlich Industrie braucht, soll die Bildungsministerium so schnell wie möglich reagieren, die entsprechende Curricula entwickeln oder erneuern, um die Bedarfe von Industrie zu antworten. Deswegen ist die Synergie dazwischen. Also eigentlich die Deutschen sind sehr stolz darauf und es ist ja natürlich, dass die stolz sind. Deswegen ist die deutsche Industrie da, ist, wo es ist. Also einen Lenkungskomitee, wer eigentlich diesen Steering Body, also wer die Arbeit macht, wenn die zwei Ministern eigentlich den Rahmen für ein Bild herstellen, sind die beiden Ministern, ist ein Bundes, Bundesbund für die deutsche Industrie, IG Metall, also das Syndikat, Festo, Siemens, Bosch, SAP, Deutsche Telekom, Phoenix, Kontakt, Schank in Fraunhofer Gesellschaft. Das bedeutet, die Gruppe Festo ist sehr aktiv in der Definition, wohin die Reise mit Industrie 4.0 geht. Und da sind meine Kollegen, die eigentlich Festo-Gruppe tätig sind und die in den entsprechenden Gruppen oder Arbeitsgruppen von dem Plattform Industrie 4.0. Das bedeutet, die Gruppe Festo ist sehr aktiv in den Definitionen von dem Plattform Industrie 4.0. Dr. Frank Melzer ist ja eigentlich Mitglied von dem Board of Directors, also von dem Vorstand der Gruppe Festo. Mein Name ist Sascha Simovic, ich stehe mal Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Simovic. Genau, wenn es Fragen gibt, bitte stellen oder Herr Simovic direkt kontaktieren. Ich kann selbst sagen, dass Festo Mitglied der AHK Serbien ist und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. So, wir sind am Ende sozusagen, aber wir haben noch einen Referenten, einen Panelisten. Last but not least darf ich Frau Ednana Hoffmann-Winkels, Geschäftsführerin und Gründerin der Academy Vocational Winkels Hoffmann GmbH, begrüßen. Ich glaube, ich habe alles gut ausgesprochen. Das Unternehmen bietet viele Möglichkeiten der Unterstützung in der industriellen Metall- und Elektroausbildung an. Und wer kann uns das Unternehmen besser vorstellen als die Gründerin selbst, oder? Oder die Gründer. Ich sehe jetzt gerade das Bild. Die Gründer. Gründer. Ja, genau. Sorry. Die Gründer selbst. Alles gut. Das Podium gehört Ihnen. Bitteschön. Moje ime Ednana Hoffmann-Winkels. Meni je jako drago da vam mogu reći na našem maternjem jeziku dobar dan i dobrodošli. I želim vam predstaviti našu firmu. Ja, ich darf dann auch mich kurz vorstellen. Mein Name ist Frank Winkels. Ich gucke jetzt gleich mal, ob ich hier erstmal den Bildschirm teilen kann, ob das alles so funktioniert, wie das eigentlich sein sollte. Ansonsten kann die Frau Stankov, glaube ich, das teilen. Das glaube ich einfach. Geht das? Na, wunderbar. So. Ja. Da sind wir. Ja, also ich sag mal, wir sind, glaube ich, mit Abstand die Kleinsten hier in dem, in den ganzen Vorstellungen. Und vielleicht passt das dann auch, dass wir nochmal an anderer Stelle eine besondere Vorstellung machen, weil wir das mit zwei Mann machen jetzt, nämlich meine Frau und ich. Wir sind vor ein paar Jahren gestartet und haben tatsächlich den Gedanken, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück zu der vorigen Folie. Dankeschön. Dankeschön. Weil ich sag mal, unsere Mission tatsächlich ist, die deutsche duale Ausbildung über die Welt zu bringen, also ich sag mal, in die Welt zu bringen. Ich sag mal, das war so ein Traum von mir, eben nicht nur in der eigenen Region zu bleiben in Deutschland, sondern eben das Ganze auch ins Ausland zu tragen. Und das haben wir getan. Und jetzt nur auf die nächste Folie. Vielen Dank, Frau Stankov.
Ich möchte nur eine kurze Einführung. Wir sagen nur ein paar kurze Worte über Management. Wir werden was sagen über Academy Vocational Winkels Hofmann, über unsere Ressourcen hier in München-Gladbach, über unsere Praktika-Angebote und Kooperationen, was über unseren dualen Training, über unsere externe Erfahrungen, Training of Trainers in ein paar Ländern und auch unsere Angebote über Top-Quality-Management. Ja, jetzt, wir sehen so uns beide, ne? Also die Gründerin und mich. Ne? Also Frau Edmana Hofmann-Winkels hat eben mehr als 20 Jahre an Erfahrung im Bereich von Elektronik, Manufacturing Systems, also ich sag mal Elektronikfertigung und da insbesondere das Qualitätsmanagement. Und Frank Winkels, 40 Jahre Erfahrung in deutschen dualen Trainingssystem, ja, also Ausbildungssystem. Genau. Ja, vielleicht was zu unserer Agenda. Wie hat es uns eigentlich dazu geführt, dass wir das anbieten, was wir heute tun? Ich sag mal, 2016 hatten wir das erste Mal einen Auftrag durch die Deutsche Industrie- und Handelskammer angebahnt in Jordanien. Mir fällt es immer ein bisschen schwer, das auszudrücken. Ich glaube, das kannst du besser. Also wir haben, unsere Auftraggeber war Al-Kifayat Al-Mihanya Institut in Amman. Nee. Und da haben wir ein Training für Vocational Trainer durchgeführt. Da hatten wir wirklich also ganz verschiedene Berufe drin, vom Piloten bis zum Krankenschwestern. Eine richtig schöne Erfahrung. 2018. Die nächste externe Erfahrung war Training of Vocational Trainers in Pune in Indien. Das haben wir mit der Auslandshandelskammer in Pune zusammen gemacht. Also die haben uns beauftragt, diesen Kurs für Trainer durchzuführen. Auch richtig sehr beeindruckend, Indien. 2019 haben wir dann in Beratung für deutsche duale System in Zusammenarbeit mit AHK in Mailand durchgeführt und regelmäßig auch in Prüfungsausschüssen für Mechatronika dort. Also dieses Jahr schon zweimal. Ja, jetzt Ende des Monats werde ich da sein, um die auszubildende Mechatroniker von der Firma Kaiser, das ist so eine Pumpenfirma, also die Drucklossysteme macht, da dann zu einer Mechatronikerprüfung zu führen. Ja, und so beschlossen wir 2019, Academy Vocational Winkels Hofmann zu gründen. Die externe Erfahrungen in Welt und fremden Ländern haben uns natürlich dazu bewegt. 2021 haben wir Firma Ausbildungsverbund München-Gladbach GmbH gekauft, die uns jetzt noch mehr Ressourcen bietet mit Werkstätten, die in Elektro- und Metallbereich sowie Schweißen, also Mechatronik, alles dabei. So haben wir Möglichkeit, auch unsere Verbundpartner in München-Gladbach und Umgebung gut zu unterstützen. Genau, dann die nächste Folie. Ja, hier können Sie dann so sehen, was wir hier tun. Re-Education ist also dann der Bereich der Umschulung. Das sind durchaus Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, angefangen vom Koch über Maler, über alle möglichen Leute, die also zu einer neuen Ausbildung kommen wollen und da eine Prüfung für der IHK machen wollen. Metall-, Elektrobereich hauptsächlich, auch kaufmännisch. Ja. Dann bieten wir natürlich duale Studiumplätze, Programme mit unseren Verbundpartnern, wo die dann ihre Ausbildung und Studium gleichzeitig machen. Da haben wir schon mehrere Kooperationen mit unseren Verbundpartnern gemacht. Ja, und dann sind wir im Bereich Advanced Training. Ne? Da können wir im Grunde sagen, also alles, was rund um Industriemeisterausbildung, Ausbildereignung oder Ähnliches stattfindet, können wir also hier in unserem Ausbildungszentrum dann hier in Deutschland auch anbieten, ja. Genau. Die nächste Folie, bitte. So, hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt, ein kleines Video aus dem Bereich technische Produktdesigner.
Denn diese Ausbildung ist sehr gut angenommen hier in Umgebung, Mönchengladbach. Natürlich, der Beruf hieß früher technischer Zeichner. Und die technische Produktdesigner bei uns gehen von technischen Zeichnungen bis zum Ausdrucken in 3D-Modell. Da kann ich Ihnen gleich noch ein kleines Beispiel zeigen anschließend. Ja, über die nächsten beiden Folien können wir vielleicht ein klein bisschen schneller drüber gehen. Hier sehen Sie ja so elektrotechnische Systeme. Das ist eigentlich der Bereich, wo ich ursprünglich mal hergekommen bin. Und dann, sag mal, natürlich heute im Bereich der Elektronik tätig bin. Das war so, sag mal, so ein Werdegang. Die nächste zeigt auch nochmal das, was in unseren Werkstätten ebenfalls möglich ist. Machen wir die nächste Folie bitte. Da sind wir dann im Bereich der Metallbearbeitung. Hier natürlich noch sehr konventionell. Aber wir haben auch CNC-Maschinen, die wir hier am Standort verwenden, wo unsere Teilnehmer auch Programmierungen lernen. Also die gehen erstmal in konventionell und dann gehen die in CNC-Bereich, wo die ganze Ausbildung durchlaufen. Genau. Und wenn man also heute war das, hat das Wort Industrie 4.0 ja schon oft nur die Runde gemacht. Ne? Also das hier wären Ausschnitte von dem, was bei unseren Partnern eben gemacht wird. Ne? Also die wirklich digitalisierte Fertigung, bei denen also unsere Mechatroniker immer mehr Anwendung finden. Wir haben einen großen Kunden hier in Mönchengladbach, Firma Amazon, mit einem 18 Kilometer langen Band, bei dem also die ganzen Themen rund um Industrie 4.0 eine große Rolle spielen. Genau. Also womit wir punkten und ich meine, wir bieten euch mit uns ein Praktikumsplätze hier in Deutschland auch, oder bei unseren 65 Verbundpartner in Deutschland durchzulaufen. Wir sind für Sie da, Sie zu konsultieren, Sie zu beraten, Sie zu begleiten und eventuell diese Erfahrungen aus dieser Praktikas in Deutschland nach Serbien oder Nordmazedonien mitzunehmen und die da zu nutzen. Ja. Nächste Folie. Ja, hier sehen Sie so einen kleinen Ausschnitt von unseren Tätigkeiten, die wir, wo wir eben schon von gesprochen haben. Also oben einmal rund um das Thema Ausbildereignung im unteren Bereich, da bin ich also dabei, die Prüfung mit abzunehmen bei den Mechatronikern. Also, dass Sie mich jetzt in Sari hier sehen, das ist ja ich, die Train of Trainers oder Ausbildereignung oder ADA International liegt mir richtig am Herzen und wir bereiten natürlich in Ausbildereignungskursen. Wir haben hier über 50 durchgeführt hier am Standort, in Ausland paar, aber Training of Trainers in methodischen und didaktischen Teil, in Online auch wie in Präsenz, liegt uns natürlich auch am Herzen, weil das war das Erste, womit wir ins Welt gegangen sind. Ja, nächste Folie. Ja, einer der Punkte, die wir so jetzt mal, wo wir einen Begriff geprägt haben, ist also Learning by Activation, war eben gerade hier auch von den anderen Anbietern durchaus zu lesen oder zu hören in den Präsentationen. Oft ist es so, dass also das, was vom Ausbilder gesendet wird, nicht das ist, was auch tatsächlich empfangen wird bei dem Teilnehmer. Also wenn man hier unten sieht, sendet, ist das, was der Ausbilder sendet, ist also nicht unbedingt das, was der Auszubildende bekommt. Und wenn man aber aktiviert, also handlungsorientiert, das kann man dann eben auf der nächsten Folie dann sehen, dann ist unser Ziel, da muss ich mal umschalten, unser Ziel dann eben, dass das, was der... Die nächste Folie bitte. Ja, dass das, was der Ausbilder sendet, auch tatsächlich deckungsgleich ist mit dem, was der Teilnehmer lernt. Und ich sag mal, da liegt wirklich der hauptsächliche Schwerpunkt eben darin, bei Aktivierung, das ist das Wichtige, ne? Aktivierung des Auszubildenden. Nächste Folie. Natürlich, wir bieten auch in dem Bereich Total Quality Management Beratungen, Schulungen und Zusammenarbeit, also Beratungen in Prozess-Improvement, dann Education, also Schulungen in Total Involvement von Produktion, sowie alles ist auf der
auf den Kunden gerichtet. Also diese Total Quality Management bezieht sich auch von Entwicklung der kompletten Dokumentation für ein Qualitätsmanagementsystem bis zur Implementierung dieses Systems, damit der Kunde natürlich mit allem versorgt ist. Also alles hat Traceability, alles hat Rückverfolgbarkeit und die Prozesskette ist ja natürlich immer transparent. Ja, wenn das dann gut funktioniert, dann könnte es, ne, muss jetzt die nächste Folie eigentlich kommen. Manchmal bitte die nächste Folie. Nächste Folie bitte. Ja. Wenn dann also alles hier in diesem Bereich haben wir einen von unseren Kunden dabei unterstützt, die Zertifikate zu erlangen in ISO 9001 und DIN EN ISO 13485, natürlich für Produktion von Medizinprodukten, wo natürlich jeder Prozessschritt und jeder Produkt eine Rückverfolgbarkeit geben muss. Und natürlich habe ich diesen Prozess bei Firma SET Electronics erfolgreich implementiert, so wie das nur in 8 Monaten dieses Zertifikat erlangt worden ist. Ja. Also gestern haben wir einen Begriff hier gelernt, ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, habe ich jetzt gerade abgelesen, könnte eventuell dann mit so etwas besser sichergestellt werden. Nächste Folie. Ja, hier sehen Sie unsere bisherigen Aktivitäten. Ich sage ja eben schon, wir sind eigentlich der kleinste von denen, die sich jetzt hier präsentieren. Und unser Ziel ist natürlich genau, das können Sie dann jetzt wieder auf der nächsten Folie sehen, dass Sie... Are you the next? Genau, sind Sie die Nächste? Genau. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Nadam se da ćemo se poslije vidjeti u sljedećim razgovorima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala vama. Vielen Dank auch von unserer Seite und genau, wir hoffen dann, dass Sie Erfolg haben werden auf den beiden Märkten. Wir sind wirklich am Ende unserer Konferenz gelangt. Ich sehe keine Fragen. Ich hoffe, es kommen dann im Nachhinein noch die einen oder anderen Fragen an mich oder meine Kollegen, insbesondere in Nordmazedonien und wir beziehungsweise die Delegation der deutschen Wirtschaft in Skopje und andererseits die deutsch-serbische Wirtschaftskammer hier in Belgrad stehen Ihnen für weitere Informationen zu diesem Thema wirklich zur Verfügung und auch wenn Sie mit den Vertretern der deutschen Unternehmen direkt in Kontakt treten möchten, bitte melden Sie sich. Ich werde natürlich, wir werden beide, auch Marina und ich, die Präsentation zur Verfügung stellen per E-Mail. Ich sende Ihnen gerade in den Chat unsere E-Mails, damit Sie die auch zur Verfügung haben. Und genau, ich kann mich nur bedanken bei allen Panelisten heute, bei den Referenten, bei den Vertretern der deutschen Unternehmen, die uns einen guten Einblick in ihre Produkte und Dienstleistungen gegeben haben. Auch ein Dankeschön, ich habe auch parallel oft zugehört, an unsere exzellenten Übersetzer. Zum Schluss möchte ich alle Panelisten kurz bitten, die Kameras einzuschalten, damit wir ein kleines Gruppenfoto machen, bevor wir den Tag beenden oder die Konferenz beenden. Das klappt doch gut. Ja, bevor alle ihre Kamera einstellen, hier nochmal Berlin, das ist wie beim Eurovision Song Contest. Ganz kurz nur ein Kommentar, also tolle Beiträge. Gerade was wir jetzt zum Ende gehört haben, wollte ich nochmal was klarstellen oder ein Angebot machen beim ADA-Training. Ja, es ist sehr willkommen, dass im Land oder in Deutschland ADA-Kurse gegeben werden von auch Drittanbietern oder Dienstleistern. Das ist in Deutschland ja genauso. Der junge Mensch kann sich an die IHK wenden, der kann sich aber auch an andere Zentren wenden. Wichtig ist nur, denken Sie doch bitte dran, egal wo ein Kurs gemacht wird, bedienen Sie sich doch an den bestehenden Prüfungen bei der AHK. Also dieses Format ADA International, das ist jetzt nicht geschützt, das ist kein Geheimnis, aber die Prüfung wird qualitätsgesichert im Ausland angeboten, die theoretische Prüfung mit 90 Fragen sowie die Lehrgangsunterweisung und am Ende bekommt der junge Mensch ein DIHK-AHK-Zertifikat. Also das wird manchmal noch verwechselt. Es geht hier nicht darum, dass die AHK exklusiv den Kurs anbieten muss, dafür haben sie manchmal gar keine Kapazitäten oder Trainer, aber die Prüfung, ja, das bitte bei der AHK anfragen. Das wird oft verwechselt im Ausland, das ist gar kein Problem. Es können, glaube ich, teilweise sogar Leute, die sich befähigt fühlen, die lange Arbeitserfahrung haben, direkt zur Prüfung gehen. Das ist in Deutschland ja auch bekannt. Man muss keinen Kurs machen. Es ist aber zu empfehlen, damit man die schwere Theorieprüfung auch schafft. Also das wollte ich hier nochmal deutlich machen. Ja, das gilt wie in Deutschland bei der externen Prüfung. Nutzen Sie die Strukturen. Danke.
Vielen Dank, Herr Bolle. Dann sind wir, glaube ich, bereit für das Gruppenfoto, oder? Dann sage ich mal virtuell 1, 2, 3, Cheese. Perfekt. Ich glaube, das war's, oder? Evan? Ja. Noch kurz um die Gruppe. Ja, klar. Wenden. Natürlich. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass morgen und übermorgen zwei separate Veranstaltungen zu der dualen Berufsausbildung in Nordmazedonien und in Serbien organisiert werden. Also heute habe ich ein bisschen über unsere Aktivitäten im Rahmen des KISS-Expert-Programms philosophiert, aber morgen werden die Gäste aus erster Hand erfahren können, welche, wie duale Berufsausbildung implementiert wird, welche Herausforderungen die Unternehmen und die Berufsschulen sehen, welche Novitäten der mazedonische Staat vorbereitet. Und genau. Sehr gut, dann kann ich nur weitermachen. Veranstaltung kann ich nicht berichten, das müssen die serbischen Kollegen machen. Genau, ich wollte gleich weitermachen. Genau, das Gleiche geht dann am Donnerstag mit zum Zielmarkt Serbien dann weiter. Sie werden dann auch den Input des Bildungsministeriums haben, auch von den Kollegen aus der GIZ, also alle, von allen wirklich wichtigsten Stakeholdern zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Also wir sehen uns dann, oder morgen dann halt in Nordmazedonien, übermorgen in Serbien. Und genau, wenn irgendwelche Fragen sind, dann bitte immer gerne an mich oder Marina, beziehungsweise an Marina und mich wenden. Natürlich. Wir würden uns freuen, die Teilnehmer morgen bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Herr Simovic, bitte. Wir haben zwei Zuschauer, die Hand vorgehoben. Wir hatten die Fragen im Chat beantwortet. Das war vom Vornein. Danke. Ich glaube, das war's, oder? Dann wünsche ich Ihnen alle alles Gute, einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal oder morgen und übermorgen. Tschüss.